Moin, moin! Es ist mal wieder Dienstag. Was bedeutet Dienstag bei der Asphalt King Community? Es findet wieder der Dienstagskonvoi statt. Heute geplant von uns, von der Asphalt Logistik. Nein, Asphalt King Community, so heißt es richtig. Im Hintergrund steht die L&L. Hier im Vordergrund zweimal AK. Und einmal Rex. Dann haben wir links die Hundebande. Einmal Jan. Und einmal da hinten Lattenrost, unseren Holger. Ja, wie ihr seht, fahren zwei Leute heute Double Trailer. Es wurde eigentlich explizit gesagt, Double Trailer, HTC. Triple Trailer Schwerlast wird keine Gewähr genommen. Das heißt, es kann sein, dass die Strecke heute ja anspruchsvoll wird. Wo sind wir? Wir sind Neumarkt am Mieresch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier diesen Weg hochfahren. Den bin ich aber vorhin Hinweg schon mal von Berlin nach hier unten gefahren. Also der ist machbar. Ich weiß natürlich nicht, ob hier irgendwo was ist. Eine Geheimstrecke oder so, die so richtig schwierig ist. Abfahrt ist um 19:45 Uhr, also in 25 Minuten. Und wenn ich jetzt mal hier so guck, ist das eigentlich alles ganz normal zu fahren. Hier, sowas. Das geht doch alles. Das sind normale Strecken. Das wäre hier das einzigste Stück, was so ein bisschen schwieriger wäre. Wir stehen alle bei Follow Cargo. Zack. Ja. Ich denke mal, mit Blickrichtung auf die Straße. Was geht ja auch gleich los. Ich würde jetzt die anderen Leute wieder dazu holen, dass ich auch wieder den Teamspeak höre. Also. Viel Spaß jetzt gleich mit dem Konvoi von der AK. Schauen wir mal, was so geht. Was wird. Sound resumed. So, damit bin ich schon am Aufnehmen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Was machst du? Ich bin schon am Aufnehmen für Jo. YouTube. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe auch meine Begrüßung schon gemacht. Ihr wisst auch alle, dass ich euch zugeschaltet habe. Ich denke mal, von euch habe ich das okay. Nee, abgelehnt. Ah, okay. Ah, scheiße. Okay, ich drücke die Beenden-Taste. Genau. Das ist ja ganz schnell, das ist ein Knopfdruck. Und ja, genau, dann drückst du auf Beenden und dann hier oben in TS gleich das X. Naja, aber dreimal das X oder wie? Genau, dreimal hintereinander drücken. Schön. Ja, es geht ja auch schon 25 Minuten los. Und ich bin echt mal gespannt, weil Holger sagte, die Strecke ist anspruchsvoll. So, wieder da. Aber Jan hatte sich vorher auch gesträubt, ein Double zu nehmen. Jetzt hat er auch ein Double. Also. Kurze Info, Holger, ich nehme schon auf. Also. Also meine Info. Ich höre gerade nichts. Ist schon alles gut. YouTube sagt, wenn in den ersten 15 bis 20 Minuten alles okay ist, dann kann man auch ein paar Ausdrücke nehmen, die nicht ganz so schön sind. Deswegen hatte ich bis jetzt auch keine Probleme. Das ist ja das, was bei mir im Stream ausmacht. Die Leute warten förmlich drauf. Ja. Früher habe ich das auch immer gemacht, da habe ich geflucht bis zum geht nicht mehr. Aber warum?
Oh, Whisperliste. Wir brauchen die. Machst du Whisperliste oder ziehst du die gleich hoch? Nee, ich mach Whisperliste, weil die werden wohl. L und L wird wohl unten bleiben. Na. Das ist ja nicht schlimm. Also, ist doch okay. Jeder kann so entscheiden, wie er gerne möchte. Ja, ist doch okay. Mal ganz kurz ein Whisper-Check, Basti. Hörst du mich? Klar und deutlich. Du mich auch? Alles klar, wunderprächtig. Ja, funktioniert auch. Okidoki. Okay, wir hören die von da unten hier oben auch. Ja, ich habe gesagt, direkt soll, der soll direkt in den Raum reinlegen. Ah, okay, gut. Ich habe mich nur gerade gewundert, aber es ist ja okay. Finde ich ja gut so. Und ich hab ja auch extra unseren Raum mit Absicht mit reingenommen. Weil wenn ich wisper, dann und ich habe diesen Raum nicht drin, hört er mich ja nicht, was ich sage. Ach, ich könnte jetzt. Jetzt nichts Falsches. Ich könnte dir jetzt sagen, wollen wir dich überhaupt hören, aber das tun wir nicht. Ich wollte gerade sagen, sag nichts Falsches, könnte deinen Job kosten. Ja, ich. Und jetzt ist es auch noch im Video drin, so ein Scheiß aber auch. Der Beweis ist auch da. Herrlich. Ja, so ein Kack aber auch. Ach, schön. So. So, jetzt kommt gleich das Würstchen. Würstchen kommt gleich, ja. Ja, Messer und Gabel habe ich schon bereit. Der Stapler steht gegenüber. Boah, Silvio hat eine ganze Ladung Senf mit, also von daher. Senf in Tube. Stimmt. Ach, schön. Eigentlich bin ich voll aufgeregt auf diesen Konvoi, weil du weißt nicht, was passiert. Was heißt eigentlich Repair Cargo? Was ist das denn? Da kannst du deine Fracht mit reparieren, wenn du Frachtschaden hast. Ja. Das geht? Ja. Wie mache ich das? Ja, gar nicht. Du brauchst das gar nicht wissen. Ich weiß aber nicht, ob es SpedV mit übernimmt. Also SpedV übernimmt auf alle Fälle nicht, wenn du die Tonnage erhöhst und das Geld erhöhst. Übernimmt es SpedV nicht. Und auch wenn du die Fracht reparierst, auch nicht. Haben sie auch rausgenommen. Ah, gut. Hat mir letztens jemand tatsächlich gesagt. Ja, das ist rausgenommen. Hab ich auch immer. Weil du cheatest ja indirekt. Denn, ne? Und so tust du die Statistiken auch verfälschen. Das heißt, wenn du gegen eine unsichtbare Mauer fährst mit SpedV, sagt SpedV selber schuld. Das ist ein Spielfehler. Genau. Ja, schön. Ich denke mal, das wird heute schön. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Karte angeguckt, Holger. Wo wir denn langfahren können, dass es so kompliziert ist. Entweder das ist eine geheime Strecke, die wir alle noch nicht kennen, die neu ist. Nein, geheime Strecke gibt es auf dieser Ecke nicht, die wir langfahren werden. Wo steht ihr denn überhaupt? Fallo Cargo. Ah, okay. Weil ich bin nämlich jetzt in der Karte drin. Entweder kann das die Straße nach Satamar sein, die so ein bisschen schwierig ist, die bin ich ja auch hergekommen. Und sonst gucke ich auf die Karte, da ist sonst nichts. oder halt von Kronstadt runter. Nach Pitesti. Das sind so die. Lass dich überraschen. Also ich zeig's auch gerade den Zuschauern die Karte, damit die mal miträtseln können, was denn die schwierige Strecke sein könnte. Ihr könnt's ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Lass dich überraschen. Also ich bin heiß wie Frittenfett, aber die Wurst ist noch nicht da. Sorry, Rainer, dass ich immer Würstchen sage, aber. Alles gut. Achso, ich habe meine Draw-Distanz tatsächlich auf Ultra schon stehen. Glaube ich, dann auch das Höchste, ne? Ja, Ultra, mehr geht nicht. Ja. Ach, schön. Jetzt mal eine andere Frage. Wer kam auf die Idee, mal den Dienstagskonvoi einzuführen? Der ist vor 2 Jahren entstanden. Das war damals der ehemalige Inhaber von der Asphalt King. Und der kam dann auf die Idee, mit den Partnern mal sich einmal die Woche zu treffen,
um halt eben sich untereinander ja näher kennenzulernen, ein bisschen Spaß haben, etc. pp. Das ist der Grundgedanke. Es geht nicht mehr um den Konvoi. Es geht nicht überwiegend um den Konvoi. Der Konvoi ist im Moment zweitrangig. Es geht darum, um halt eben uns untereinander näher kennenzulernen oder dementsprechend Fehler, die man immer wieder bei Konvois macht, dementsprechend auszumerzen, in Anführungsstrichen, daraus zu lernen. Das ist der Grundgedanke. Okay, aber wie soll man aus Fehlern lernen, wenn man über eine schwierige Strecke fährt? Ja, das ist es ja, dieses ganze Abwechslungsreiche. Ja, ich freue mich schon. Wer hat er denn nochmal gegründet? Die Asphalt King, Hinkelstein, Rainbow Express und... Ja, das sind eigentlich die drei Gründungsväter gewesen. Ach, die Steine waren auch dabei. Ja, Hinkelstein war auch mit dabei. Fallo Cargo, ne? Ja, Fallo Cargo. Ja, ist klar. Da sind dann ganz viele Punkte. Ich weiß nicht, ob... Moin Chris, sag mal, hast du Angst, dich zu uns zu gesellen? Evil, ich weiß nicht, wenn du noch links rüber fährst, dann kann der lange noch in die Mitte. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Building gibt. Ich bin zwar ja, nicht der warte Chef. Mal. Na, ich glaube, Jan wird da stehen bleiben, weil Jan Conway endet. Ist. Nee, nicht Jan, hier, Rainer kommt doch noch mit seiner Presswurst. Ah, okay, alles klar. Danke dir. Ich weiß nicht, ob der neben uns will, weil er was Langes hat. Also, ja, du verstehst. Ja, was ist denn da mit dem Caponator. Hat der auch was Langes? Nee, der hat was Gutes, der stellt sich jetzt da hinten in die Reihe. Der macht jetzt eine Fünferreihe auf von L&L, der stellt sich da hinten rein. Oder hat er was Langes? Nee, der hat was Kurzes. Alles passt schon. Der Rainer wird schon einen Platz finden, sonst muss er mal hupen. Der stört, den schiebe ich beiseite. In der No-Collision Zone viel Spaß. Den Cheat muss ich mir zeigen. Ja. Kein Problem. Man braucht einfach nur Jan fragen, der macht einmal zack und weg ist er. Wo hat sich denn eigentlich Thorsten hingestellt? Der ist noch gar nicht da. Wollte er ja nicht mitfahren? Keine Ahnung nicht. Ich habe ihn heute noch nicht gehört. Könntest du gleich eventuell erwähnen, dass die Rundumleuchten ausgemacht werden sollen? Ja, ja, sowieso. Also, ja, ja, weil Jan hat noch an. Alles gut. Du darfst ja, du bist ja vorne. Jan lässt ja auch an. Jan fährt hinten. Ah ja, Jan ist hinten, Jan, stimmt Jan ja. Jan ist Konvoiende. Stimmt ja, das ist ja das Letzte. Das sag ich mal. Ja, kann er mal ein Video sich anhören. Kann er vor- und zurückspulen. Ah, ich denke mal, Jan wird das, der kennt mich schon. Hält er schon passenden Spruch zurück. Ja, ja, ich denke auch. Der schreibt mir in die Kommentare. Ach so, die sind da leider nicht dabei. Jetzt wollte ich da unten im TS schauen, bei den Speditionsnamen, was HEL für eine Spedition ist. Kommt von HEL. Weil da der Rockstar ist. Weiß aber nicht, ob das eine Ein-Mann-Spedition ist oder. Da ist Thorsten. 13 Minuten hat er noch. Ja, ja, er hat sich ja schon hingestellt. Steht am Nachmittag. Achso. Ja, das weiß ich ja eben nicht.
Weil jetzt kommt nämlich der Rainer mit seiner halben Wurst. Hallo. Hallöchen. Hi, Thorsten. Hallo, Thorsten. Wo hast denn du geparkt? In Hollywood. Oder am besten bei mir zu Hause vor der Tür. Warum fragst du? Nee, nicht, dass ich wo stehe, wo du dann normalerweise stehst. Ich stehe außerhalb von der Firma. Also ich sag euch so, okay. Ich sag euch so, wie es ist. Die LKW-Hupe vom MAN hört sich diesmal auch an wie eine LKW-Hupe. Ja, ja. Das ist ja, wirklich also, was ich anständiges. Ich glaube, da durften sie die anscheinend komplett mit übernehmen, weil die wahrscheinlich eine eigene haben, die sie wahrscheinlich freigeben können oder so. Ich sag mal so, ist auch Werbung für eine Hupe. Anständige LKW-Hupe. Frage, sollen wir ein Stückchen vorziehen, dass Nordic Global hinter uns kommt? Nordic Global kann sich auch hinter Lisette stellen, fahren, weil die fahren eh als letzte Spedition heute. Ah. Ach, ist Lisette da? Ich meine, Lisette sei schon leidenschaftlich und luxuriös. Ich wollte schon sagen, Lisette ist da, okay, alles klar. Mhm. Ich fahre dann wieder vor Jan, ne? Jo. Spiel ist schon wieder kaputt. Weil ich heute beladen bin, deswegen ja, ist das besser. Oh, hat er seine Brühwürstchen dabei? Ich habe welche mitgebracht, juhu! Ja, hallo, André. Moin, André. Hallo. Er hat gute Fahrt gewünscht und so. Ja, oh, danke. Danke. André, bist du heute allein oder kommt noch wer? Ich denke, ich bin allein, ja. Okay, gut. Ich bin ganz alleine. Allein. Du kannst jetzt einen Aufruf machen. Ich nehme gerade ein Video auf, mache Werbung für Cable Radio. Mache ich eh schon immer, aber... Jetzt gucken, ist deine Chance. Was soll ich machen? Ach, egal. Werbung für Moderatoren fürs Radio. Das ist deine Chance. Machen wir doch sowieso ständig. Ja. Ja, für Moderatoren. Ich weiß, es steht doch ganze Zeit überall unten drin. Aber ich vertraue dir da, du machst das schon. Also ich habe früher ja auch 2,5 Jahre gesendet. Mir juckt das auch noch immer in den Fingern. Ah, interessant. Mhm. Solange dass das nicht woanders juckt. Ja. Ja, haben wir schon 20 Uhr? Nee. Okay, gut. Ich darf den Witz noch nicht bringen. Ah, hier André. Ja, bitte. Ich hatte mich vorgestern mal mit Rainer unterhalten in Bezug wegen Danny. Ich werde ihn jetzt, er kriegt jetzt von mir, sobald ich ihn wieder erwischen tue, die Daumenzwing angesetzt. Aua. Wohl eher die Beutelklemme, besser ist es. Oh, haben wir ein Känguru? Nee, bloß nicht, sonst fühlt er sich noch glücklich und will anschließend gepudert werden. Bist du verrückt oder was? Könntest du einmal Ansage machen, Reihenfolge? Weil wir haben noch 9 Minuten. Oh. Ich will ja keinen Druck ausüben, aber... Lass mich sowieso nicht unter Druck setzen. Ja, du bist ein Holger, du bist ein Lattenrost. Sieht's aus. Wer hat denn da Rückwärtsgang drin? Ach, ja, ach hier, Rot Wies. Okay, alles klar. Kurz zur Info, alles, was ihr in den letzten 10 Minuten gesagt habt, ist, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass ich aufnehme, sagt bitte vorher Bescheid. Robin? Ja? Bescheid. Thorsten, du wirst erst gar nicht gefragt, abgelehnt. Oh. Ja, genau, weil Thorsten war es ja immer schuld. Ja. Immer auf den Kleinen. Was meinst du, ja? Hallo. Servus, Jan, zum Zweiten. Who's that? Ach, Jan, hi! Ja, sicher. Hallo, Jan. Jan, ich habe eine ernst gemeinte Frage. Ja? Warum hast du jetzt auch einen langen? Ja, weil ich's kann. Weil ich habe erst gedacht, Jan, lang, aber ich sag mal so schlimm kann's nicht werden. Jan? Jan? Ja? Ich fahre dann wieder vor dir, ne, weil ich beladen bin. Jo.
Wenn ich umfalle, dann musst du mich auffangen. Ja, dann bin ich geladen. Dann bist du überladen. Nee, geladen. Geladen, merken. Ja. Na, welche Speisen deckst du heute Abend auf, dass du geladen bist? Weiß ich noch nicht. Okay. Ich geh noch mal ganz kurz runter und sag noch mal Hallo. Ja. Hey, ja. Euch wieder. So, dann bis später, Jungs und Mädels. Ja, jo, okay. Ciao. Okay. Und spiel ja anständige Musik, mein Freund. Ja, genau. Nur Bum Bum, weißt du doch, für dich. Guck mal, diese Biene da. Dumm, dumm, dumm. Bloß nicht. kann ich mir ja mal wünschen. Ich wünsche mir es auch gleich, also gespürt wird es sowieso. Wünsche sind immer gern gesehen und die werden auch immer erfüllt. Schnieschnack-Schnappi oder so, auch schön. Oh. Ich habe die Biene in der 10-Stunden-Version gefunden. Die gibt es sogar. Weiß ich. Weiß ich auch, aber ob man das will, ich weiß nicht. Hier, Star Wars Cantina Band, 24 Stunden. Guinea Pig Olympics, auch super. Genie Peak Olympics. So, ich bin immer unten. Bis später. Jo, bis später. Ach, schön. So, ich hüpf mal in meine Kabine rein. So, ich muss mir nämlich einmal die Heizung anmachen. Wir haben es ja nur 29 Grad hier, wo wir gerade stehen. Ach, da oben steht der grüne Punkt. Okay. Oben links in der Ecke. Ja. Das wird Thorsten sein. Thorsten? Ah, da hinten, ja. Ja, da oben Schleswig-Holstein. Ah, ja, der kommt schon hier runtergetuckert. Hä? Warum steht Schleswig-Holstein? Hä? Ja. Kommt wieder hier oben. Ist Thorsten nicht AK? Soll ich doch bei der AK sein? Da steht ja alle da perfekt, du. Naja. Ja, noch oder weniger. Nicht Rainer steht hier schon perfekt hier. Ja, ja, der steht. Ich stand als erstes da und dann kamen Silvia und Evil. Dafür kann ich nichts. Mit seinem Traverse, du. Ja, der hat wieder eine halbe Wurst heute. Wie geht's dir denn, Thorsten? Eigentlich ganz gut? Ja. Schön. So, wieder da. BB. Komm zurück. BB, Jan. Hey, Volker. Aber da sind doch zwei hochgehüpft. Eben ist noch hier rum reingekommen. Und Rainer ist noch bei L.L. Und jetzt Rainer ist auch. Ja. Jetzt ist wieder raus. Ja, da hüpft überall durch die Gegend. Naja. Der macht TS-Stupsen. So, gleich vorweg. Also, meine Wenigkeit fährt ja voraus, hinter mir fährt der Hundebande. Der letzte Mann ist der Jan. Und dazwischen, ja, wie ihr wollt, dementsprechend. Frage, wer fährt am schlechtesten von euch? Den möchte ich gerne vor mir haben, nichts gegen euch. Er will was zum Lachen haben beim Film, ja? Ja, ja. Des Weiteren, wenn dieses Psst kommt, dann bitte mal auch ganz kurz ruhig sein, ja? Weil ich habe nämlich weil die anderen wispern nämlich direkt in diesen Raum rein, sonst höre ich sie nämlich nicht, wenn da was sein sollte. So. Wer tut denn von der NGT flüstern? Weiß ich nicht, wer von der NGT flüstert. Werde ich ja gleich erfahren. Ja, bei Tür wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Komm gleich wieder. Jo. So, NGT, Wisperliste gelegt.
Ah, neckisch. Einwandfrei, alles klächen. Hi Silvio. So, dann sag ich mal, einen wunderschönen guten Abend zum Dienstagkonvoi in einer kleinen, gemütlichen Runde. Schön, dass ihr dementsprechend, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr allzu viele sind, trotzdem relativ zahlreich erschienen seid. Kurz zum Ablauf. Asphalt King, Rainbow Express zuerst, dann kommt die Nordic Global Transporte, dann anschließend leidenschaftlich luxuriös. Hinter leidenschaftlich luxuriös wird sich KB Radio einfinden, sprich der Rainer und der Jan, der hier vorne steht mit seinem langen Elend. Das ist das Convoy-Ende. Wir werden unterwegs eine kleine Pause einführen bei Firma Sattma, wie ihr gelesen habt, mit so circa 10, 15 Minuten. Mal gucken, was die Zeit dazu lässt. Insgesamt Gesamtkilometerstrecke haben wir 1250 Kilometer. Geht ein bisschen bergauf, bergab. Wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß dabei. Zumindest die mit Doppel- und Treppe dabei sind oder schwerlast. Und wünsche euch dementsprechend viel Spaß und wir fahren dann in wenigen Augenblicken los und Startgeschwindigkeit werden wir erst einmal auf 40 km/h gehen. Viel Spaß! Holger, wie das der erste Konvoi, den ich erlebe, der pünktlich anfängt. Vielen Dank, euch auch viel Spaß. Danke, danke, werden wir bestimmt haben, ja. Das war Basti. Das ist sein erster Konvoi wegen was? Der eventuell mal pünktlich startet. Kriegen wir das heute hin, mal pünktlich zu starten? Ich denke schon, so wie es aussieht. Ich glaube nicht. Wer fehlt denn? Meine Gute braucht noch eine Pracht. Oder Lori! Hast du? Nee, ich bin gerade beim Ort eingeben. Das findet er aber nicht. Ach schön, ehrlich. Lori. Neumarkt am Mierisch. Ziel. So, das Ziel. Als Zielort musst du eingeben POL JAN. Und dann findest du das. So, ich werde mal langsam live gehen. Jo, viel Spaß euch. Jo. Also dir. Meine Aufnahme läuft ja schon seit 30 Minuten oder so. Ja, genau. Ja, richtig. So, kurz Info, wir warten noch auf einen Fahrer, der macht sich gerade seine Tour fertig und dann düsen wir auch los. Kurz Info nebenbei, wir werden eine Zollstation haben, aber die geht relativ zügig. Holger, das ist diskriminierend, das ist eine Fahrerin. Herzlich. Alles gut. Oder reden wir auch von divers hier? Herrlich. Diese neumodische Scheiße mit Transgendern gibt es bei mir hier nicht. Okay. Bin ich auch froh drüber, Holger. Mag mich zwar in dem Moment für diskriminierend halten, aber das ist mir wurscht. Es gab früher nicht so einen Blödsinn und so einen Blödsinn brauchen wir heute auch nicht. Neumodischen Wörter hier. Ja, ja. Jan, du machst den. Wer macht den letzten von uns? Jan. Nein, okay. Ich bin ganz hinten. Jan macht am Ende. Und den vorletzten bin ich. Rainer, darf ich hinter dir fahren? Nein, abgelehnt. Wer ist denn hinter dir? Es wäre ungünstig. Achso, Rainer fährt für KB, oder? Ja. Okay. Genau. okay, dann passt es auch nicht. Ich werde das gleich vorsehen. Aber Jan, ich habe das eben tatsächlich durch Zufall gerade gesehen, dass ich tatsächlich an der richtigen Position fahren würde, weil ich hatte die Channel hier gar nicht mehr im Blick gehabt. Von daher ist eh gepasst. So. Oh, wird beladen. Bist du denn schon Fano Caro? Jo, ich stehe bei euch. So, Start klar. So, und der Konvoi rollt los mit 40 km/h. 40 km/h.
Fertigung. Kannst ruhig erst fahren, Evil. Dann bleib ich hinter dir. Okay, gut. Weil ich habe Angst, dass sie mit meinem langen in die hängen bleiben. Ach so, wir raus, Mann. Richtig. Schatz, bist du schon weg, wa? Ja. Da brauchst du schon einen Thorsten. Ja, kannst ruhig vor mir fahren. Nö. Ja, fahr mal. Och, keiner weiß, der Thorsten. Hast Angst, wa? Jan? Ja? Mal so kurz zur Vorwarnung, ich habe 62 Tonnen drauf. Ich habe heute dieses komische Granulat da genommen. Das stimmt mit dir, ne? Das macht man ja, doch zum Rennen, ja. Ich wusste nicht, dass das Zeug so schwer ist. So. Das hätte ich dir sagen können. Ich wollte gerade anfahren hier, Junge. Das Ding hier kaum von der Stelle. Ich dachte, was ist jetzt los? Holger, ich weiß, das wird ein sehr interessanter Konvoi. Keine Chance. Also mal gucken, ob der Konvoi um 10 Uhr zu Ende ist. Und Holger schreibt extra kein HTC, kein A. Nein, er hat sich immer auf eigene Gefahr. Genau, auf eigene Gefahr. Ich hab auch einen Doppel dran, aber ich hab keine schwere Fracht geladen. Ich bin auch leer. Ich hab Sägespäne drin. Leer bin ich nicht, aber. So, ich hab Sägespäne drin. Ich hab Luft. Ach, herrlich. Das Gute ist, bei mir regnet es jetzt schon, dann regnet es nachher nicht. Ja, bei mir regnet es auch gerade. Es ist gut für nachher für die Serpentine oder das, was kommt. Ah, der Robin vor mir. Okay. Ja, sei froh. Ich fahre eigentlich ganz vernünftig, mehr oder weniger. Also mehr weniger. Ja. Ich nehme ab und zu ein paar Pöle mit. Ach. So, Holger, alle von der Firma. Alle von der Firma? Oh, ja. Dann, Alter, bleib doch mal stehen! Boah! Ja, 6 Volt an der Spitze. Der Controller ist los. Ja, der Controller ist gerade ausgegangen. Achso, ich dachte, der Bremsweg des Todes. Nee, bin ich fast in der Pampa gelandet. Ja, Bremsweg des Todes auch, das passt schon. Ja. Ach Mensch. Gerade mit der Handbremse noch so gerettet. Martin ist schon wieder rausgegangen. Hab gerade auf die Schnelle irgendwas genommen. Du hast dann wahrscheinlich den Fisch. Nö. Nee, sie hat ja einen Tiefwasser dran. Achso, dann hat sie keinen Fisch. Ja, das passte besser dazu. Ich konnte ja keinen Tiefkühler nehmen, wenn ich die Farbe gerade drauf habe. Ach Nicole, du warst doch die Person, die doch so ungern viele Kurven fährt, ne? Ja. Das ist hier viel Spaß beim Konvoi. Nee, das verwechselst du, aber glaube ich gerade, das ist Wuschelenge gewesen. Genau, das war Wuschelenge, genau. Hatte Nicole letztens nicht gesagt, sie fährt auch ungerne Kurven? Ungerne? Ja, weil ich meistens fliege. Nimm gerne die Leitplanken mit. Mist, ich hätte sie dann vor mir lassen müssen. Warum? Ich habe da so eine kleine Kamera laufen. Ach so. Ah, toll! Nein, bleib lieber dahinter. Ja, aber wenn sie über mir fliegt, dann sehe ich das auch. Reicht mir letztens beim letzten Konvoi. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Jan. Ja, merkt das schon. Schieb mich mal an, vielleicht geht das schneller. 62 Tonnen im Konvoi. Ja, das Problem ist, das Ding ist ja auch wieder so instabil. Ja. Was hast du von LKW davor? Ja, den MAN, ne? Ja, läuft. Neun. Den läuft bei mir, genau. Aber der zieht trotzdem gut. Ich habe Röschel den 5 Stunden dahinter gehabt. Der erstmal rollt, dann rollt er, aber anfangen ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich fahre den gerne. Evil hätte mir nicht sagen können, dass er Pöhle sind. Der sieht ja gut aus. Ja. Im Gegensatz zu den anderen MANs. Ja. Oh, diese scheiß Pöhle immer, ey. Hast du mit Spiegel oder mit Kamera? Kamera. Ich gehe mit der Zeit. Ich bin zwar kein Freund von den Kamerasystemen im Real Life, aber hier macht es Sinn. Ich sehe davon jeden Tag 10 Stück. Es ist zumindest erstmal ungewohnt. Aber trotzdem nice. Wie schnell fahrt ihr vorne? 6-0.
Da fahren wir ein bisschen langsamer, weil. Ja, genau. Rainer kommt nicht hinterher. Rainer, du bist doch bestimmt hinter mir, oder? Nein! Nee, nicht mal ansatzweise. Geschwindigkeit auf 5-0, auf 5-0 Reduzierung. Kannst du nicht die Luft ablassen, Rainer? Nee. Oh, der ist aber weit weg. Ich sehe den Punkt da ganz, ganz hinten. Ja, deswegen ja. Gleich geht's bergab, Rainer. Kommt's ein bisschen schneller auf. Ja. Dann ist der, dann überholt er uns alle. Ja, der ist auch gerade wirklich am Verhungern hier an dem Berg hier. Aber ich komme näher, alles gut. Ich bin jetzt gerade bei 56. Er geht auch momentan nicht höher, aber jetzt hat er den Berg. Aber 6 km/h schneller wieder kommen wollen. Ja. Oh nö, was soll denn jetzt hier der Regen? Zu doof? Also bei mir ist der Regen weg. Bei mir auch. Ja, bei mir ist der Regen durch. Holger regnet es jetzt wird's lustig. Ja, aber nicht bei der Geschwindigkeit. Ja. Nö. Bei mir hört es auf zu regnen. Dann sagst du Bescheid, wenn du wieder dran bist. Ja. Also wir können euch schon sehen. Ja, sehen tue ich so auch, aber irgendwie steht da vorne einer in der Kurve. Ja, gleich nicht mehr. Ja, gleich fliegt er, ich weiß. Ja, doch, tatsächlich, der liegt, glaube ich, tatsächlich. Ja, ja. Einer von uns? Einer von uns? Ja, einer von der L&L. Warst du mal an Leitschaften hier im Luxemburg? Ja, höre. Hat sich vorhin einer langgelegt? Der Japsi, ja. Der Japsi liegt auf der Seite. Ich glaube, der Japsi wird wohl flach liegen, wie ich das gerade mitkriege. Ja. Siehst du, wir haben Spaß. Also Rainer ist nicht der Erste, der gefallen ist. Gut, dann reduziere ich vorne mal die Geschwindigkeit runter auf 3-0, auf 30. Vorne Spitze geht runter auf 3-0. Ja, die Rohre lassen sich, glaube ich, auch so beschissen fahren. Ja, die sind ganz schön kopflastig. Ja. Aber das Gute ist, wir haben 2 Stunden und 15 Minuten, um ans Ziel zu kommen. Siehst du, wie das Ding sich biegt, Jan? Ja, natürlich. Echt krass mit dem Ding zu fahren. Das wäre doch auch nochmal ein schöner Konvoi hier. Schön mit dem Ding vollgeladen und den Konvoi damit machen. Nicole, willst du mich kuscheln? Ein Schwerlastkonvoi könnte man jetzt Oma Dienstags wieder machen, ja. Ja. Wenn das dein Freund sieht. Oder dein Mann. Und dann die Auflieger-Stabilität und die LKW-Stabilität ganz nach links. Jo. So, also wir beide sind immer dran, jetzt fehlt nur noch der Japsi. Genau. Ja, ich bleib weiterhin erstmal auf 30. Ist der Baum wie Collision? Würd's nicht ausprobieren. Welcher? Könnte wehtun. In Norwegen gab's diesen einen Baum, der da wirklich über die Straße ging. Ja. War ganz gemein. In Norwegen gab's auch irgendeinen blöden Busch, der gleich in einer Brücke war. Ah, das war Israel, als Jesus durch den Dornwald ging. Ja, ja. Also ich habe meinen LKW jetzt gefunden. Liegt da? Ja, ich finde den auch schön, sag ich dir so wie es ist. Ich könnte ein bisschen mehr Power haben, aber... Der MAN ist ein Fahrzeug für Frauen, oder? Nee. Könnte man ja modtechnisch auch noch angleichen, ne? Richtig. Der MAN, der fährt sich so wirklich gut. Ja. Ich finde auch von innen, finde ich ihn schön. Schön modern auch alles, ne? Da haben sie was gemacht.
Ja. Wir können auch die Geschwindigkeit wieder erhöhen, da Yuki, Yapsi auf jeden Fall nachkommt. Gut. Okay, wenn er uns nicht finden sollte, kann er ja direkt zum Pausenort kommen. Zum Beispiel. Alles Klärchen. Gut, dann erhöhen wir die Geschwindigkeit ja, wieder auf 6-0 an die Spitze. Boah, Evil, wo bremst du? Weil Silvio bremst. Ja. Du fährst ihm so dicht auf, dass wir beide. Das ist gleich Donauwelle. Hier. Evil, ich hab ne Speichertaste. Was hast du? Ich hab ne Speichertaste. Ja, die hab ich auch. Ja, die hab ich nicht. Ja, und was soll ich mit der Speichertaste, die drücke? Das wirst du merken, ja, wenn dein Abstand zu gering ist und ich mal der Tropf drücke. Ja, aber da kannst du ein Band verkassieren. Würde ich auch nicht machen, mache ich nicht. Es gibt Leute, die das machen. Ich weiß. So, wir biegen gleich links auf die Autobahn ab. Silvia, da du das gerade so ausgesprochen hast, ich habe einen Beweis, dass du es ausgesprochen hast, hältst du dich da auch wahrscheinlich jetzt dran immer. Auf jeden Fall. Nein, es gibt noch eine andere Taste, die ist viel gemeiner. Die Leertaste. Handbremse. Nein. Was dann? Schnellspeicher? Nö. Spitze behält erstmal die Geschwindigkeit von 60 bei. Achtung, hinter mir, ich biege links ab. Normalerweise war es früher die Drucktaste. Ja, Fotos machen? Oder? Naja, dann stehst du richtig. Für ein paar Sekunden. Warte mal, ich probiere das mal aus. Warte, ich komme her, dann kannst du es ausprobieren. Holger hat ja gesagt, das ist ein Konvoi zum Ausprobieren, wo man seine Fehler hat. Aber so war das nicht gemeint. Ach so. Jetzt kapiere ich das auch mit dieser Warnung. Wenn du jetzt hier zum Beispiel zu nah an den Standstreifen ranfährst, dann wird das rot, das Ding. Ja. Aber wir fahren ja rechts ab, oben links. Der Rahmen. Da taucht ein Rahmen auf. Wo taucht ein Rahmen auf? Bei dem elektrischen Spiegel. Bei den Kameraspiegel hast du einen Seitenwarner, wenn du zu weit auf den Standstreifen zufährst. Okay, das war mir noch nicht aufgefallen. Ja, der wird dann orange. Genau, orange, nicht rot, Entschuldigung. Nicole, du kannst schon mal runterbremsen, ich sehe dich anrauschen. Und den Singleplayer funktioniert dann, okay, glaube ich, auch rechts, hast du gesagt. Ja. Links. Links meine ich, ja, genau. Warte. Weil ich habe den LKW auch im Singleplayer, deswegen kann ich ja sagen. Oh, sorry, das war die falsche Taste. Handbremse genommen, was? Was im Multiplayer funktioniert, das bloß links oder was? Ja. Nur rechts. Rechts. Wir bleiben weiterhin auf 60 km/h. Oh, jetzt verhungert das Ding hier aber, Jan. Oh. 29. Soll ich mal schieben, komm? Ja, schieb mal. Komm, dann muss man das irgendwie noch aktivieren, weil bei mir passiert da nichts. Und bei mir geht das. Hast du vielleicht die Kameras genommen ohne Sensor? Ja, brauchst du die mit Sensor. Ja, genau, stimmt. Oh, da gibt's auch einen extra Sensor, den du kaufen kannst, genau. Kaufst du dafür einen Mod für die Kameras mit Sensor oder sind die standardmäßig dabei? Die sind standardmäßig. Da haben wir die Mirror ohne S und Mirror mit S. Und mit S sind die mit Sensor. Ah, okay. So, dann muss ich nochmal gucken. Mal gucken, ob Evil blinkt. Sehr vorbildlich, sauber. Naja, das haben wir ja so in der Konsec gelernt. Am Anfang habe ich es nie gemacht. Achso, du stimmt, du bist Konsec. Ich bin am Anfang auch immer in der Mitte durch den Kreisverkehr gefahren. Auch das wurde mir verboten. Ja, man fährt ja auch nicht mittig durch den Kreisverkehr. Warum? Naja, wenn da keine Behinderung ist. Also in Norwegen gibt es genug Kreisverkehre, wo du in der Mitte drüber kannst. Ja, eben, das habe ich immer gemacht. Dann habe ich gleich eine Nachschulung machen müssen. Frage, ist das ein beschrankter? Funktioniert der? Nein, der ist inaktiv, sonst hätte ich was gesagt. Okay, gut. Und gleich geht's runter. Da wird es aber weiß blinken. Wie schnell fahrt ihr? 60? 60 ja. Immer noch, ja. Okay, weil sich Silvia immer weiter von mir entfernt. Weil ich gerade mal auf 65 gegangen bin, um den Abstand ein bisschen zu variieren. Wie schnell bist du? Ich habe 150 eingeloggt. Weil ich gerade mal 80 fahre hier. Naja, dann gehe ich auch kurz. Aber es geht voran.
So, wir kommen gleich zu einer kleineren Kurvenpassage. Fahren nach eigenem Ermessen. Ah, da bin ich. Ja, sehr schön. Da bin ich sogar schon mal lang gefahren. Evil, ich würde ein bisschen Abstand zu Silvio oder wer das da vorne ist, halten, weil der hat auch einen langen. Ja, ja, 100 Meter. Ich lasse wahrscheinlich 200 zu dir, weil... Nee, du hast nur 74 Meter Abstand zu mir. Ja, denk dir einfach eine 1 davon und passt das. So. Ich will immer Claudia sagen. Ah, das ist aber Nicole. Warum Claudia? Ja, frage ich mich auch. Ich auch hier wieder langsamer. Achtung, Nicole, ich werde langsamer. Jo. So, jetzt wird's nämlich lustig. Aber normalerweise dürfte das ja kein Problem sein mit dem Double. Also für mich wird das gleich lustig, ja, das ist richtig. Ja, Steigung, ja. Ja, Steigung, Serpentin. Aber nur leicht. Das ist volle Programm. Okay. Warum stehst du? Weil ich gerade zu Sari gebremst habe. Was geht? Silvio, hast du gehört? Ja, ich hab's nicht ganz verstanden, aber ich hab meinen Namen gehört. Ja, hallo Silvio, meine kleine Lotusblüte. Aha. Wenn wir im Team passiert sind, wird die Konvoi-Spitze erst einmal auf 30 gehen. Nach diesem ganzen Serpentin geht die Konvoi-Spitze auf 30, bis sich alle wieder zusammengeschlossen haben. Wer hat den Regen nicht abgegeben? Ich. Ich ne. Toll. Ich diesmal nicht, Tuff. Ah. Du weißt, alles was vorne mistig ist, muss nach hinten durchgereicht werden. Oh. Wieso war ich nicht der Übeltäter? Doch ist der Konvoi nicht vorbei. Nicht, dass du steckst. Es geht nur darum, dass ich den Tuffen das gegeben habe diesmal. Wir hatten da seine Rennstatistik an. Nein, das ist mein Handy hier, die Tabletten. Achso. Muss die Frau deine intravenös während der Fahrt einwerfen? Nein, die habe ich schon genommen, die Tabletten, aber ich habe noch nicht bestätigt, weil ich an das Handy gerade nicht rankomme. Der Arm ist zu kurz. Genau, ich habe keine Orang-Utan-Arme, das ist das Problem. Wäre sowieso jetzt gerade schlecht mit einem Joypad in der Hand. Und das bei dieser Kurvenfahrt. Und nicht, kannst du mal ein bisschen experimentieren, wie weit du kommst. Bis halt. Ja, bis er kippt, meinst du, ne? Ja. Wer nicht das auf Aufnahme. Okay. Ja. Also. Hätte ich auch eine Aufnahme von durch Tracky-App denn. Ja. Und ich dann nochmal eine Außenansicht für dich extra. Ja, genau. Ja. Ah, Nicole kommt hinterher, sehr schön. Aber siehst du, wie schön der durch die Kurve läuft. Also der läuft auf jeden Fall besser wie ein HTC, auf jeden Fall. Oh, HTC geht auch. Ah, ich finde, das geht jetzt auch ganz entspannt hier noch. Ja, die fahren sich... Die kommen, wie wir jetzt hier fahren, die geht noch. Ja. Ich mach mal einen Warmblinker für Nicole an, weil die kommt angeschallert. Bin ich längst nur dir. Ja, aber trotzdem, ich mach lieber einen Warmblinker an. Ist klar. Weil wir sind grün von der AK-Rex und du siehst einen Wald von Bäumen nicht. Ja. Das auch. Wir sehen aus wie die Bäume, die Farbe. Ja. Wir sind halt grün in den Ohren. Ich bring ihn um. Der links von dir. Ja. Das war auch so ein Lied, oh mein lieber Scholli. Lange nicht gehört, ey. Ja, du weißt Bescheid. Ne? Was wurde gespielt? Wird jetzt gespielt. Bildiger Herzbuben, extra für Jan. Was läuft? Bildiger Herzbuben mit Herzilein. Oh, Schatzilein. Nein. Du musst nicht traurig sein. Wir müssen für andere mal wieder den Konvoi veranstalten. Ein wilder Herzbuben-Konvoi oder was? Nein,
Pink Fluffy Unicorn. Ja, Pink Fluffy Unicorn Part 2. Genau. Dann müssen wir die Schlüppis so, aber mit einladen. Die Spitze hat die Passage passiert und ist erstmal bei 3-0. Ah. Boah, ich finde das schon wieder mega hammer geil. Aber wir müssen ja Dani würdig vertreten. Wo steckt der Kerl überhaupt? Der Jan? Dani. Dani. Dani, keine Ahnung, wo der steckt. Na. Ich sag mal, vielleicht arbeitet der gerade an Holz. Ich steh. Evil. Ich fahr mit 30. Ja, aber du fährst dem Kollegen von dir dicht auf. Ich glaube, du nimmst gerade die Null weg, oder? Ja. Yeah. Ah. Ich halt mehr Abstand, ey. Also, Evil fährt gut. Er ist, ich schreite das nicht ab, aber der Abstand zu dem Vordermann ist... Ah, egal. Gut, dass ich so weit rechts fahre, dass man den Abstand schätzen kann. Ah, Nicole, du fährst super. Also, ich bin stolz auf dich. Wirklich? Ja. Ich habe schon schlechtere hinter mir gesehen. Ah, die Anfangsporten waren schon beschissener. Ach, alles gut. Passt schon. Nee, ganz am Anfang, das war am schlimmsten. Da lag ich öfters. Oder hab Leitplanken mitgenommen. Machst du Leitplankenknutscherin, ja? No. Was hast du hinten drauf? Hier Walzen? Nö. Bagger. Also, wenn du LKW mal schlapp machst, nimmst du einen Bagger. Oh, Hogger, sieht soweit ganz gut aus, sind alle zusammen. Alle wieder zusammen? Gut. Reiner hat zwar ein bisschen Abstand, aber... Spitze erhöht die Geschwindigkeit auf 50, 5-0 an Spitze. So, wir wetten, abschießen. Reiner sagt in 2 Minuten, der Abstand ist zu groß. Ja, ist gut. Alles gut, wir rollen hier mit über 50 gerade, also... Genau, ich fahre jetzt gerade 56 tatsächlich, ja. Deshalb ja nämlich. Ja. Hopp. Aber ein bisschen... Stopp. Freue ich nicht. Nee. Genau. Da vorne stehen sie schon wieder, guck mal, alles gut, Jan. Wir kommen ja, natürlich. Komm voran. Nee, ich musste auf Evil. Evil hatte zu großen Abstand und wenn ich einmal bremse, dann steht der. Sag ich ihm jeden Konvoi, den ich mitfahre, warum bremst du denn so hart? Ich habe meinen Bremse auf 20% stehen, also. Ich hab's auch nicht voll drin. Weil dann will ich sofort auf Schach stehen. Ja, dann würden die hinter mir. Auch ein geiles Lied hier, ne? Das wir von Bud Spencer und von der Große mit seinen außerirdischen Kleinen, so. Genau. Der Film ist cool. Ja, der Film ist cool und die Mucke ist auch geil. Ich würde sie ja gerne hören. Musik kenne ich nicht. Doch. Ich darf sie nicht hören aktuell. Warum nicht? GEMA, YouTube, Aufnahme. Ja, du musst mal deine Sendetechnik da mal richtig einstellen. Ja, ich könnte mir eine vierte Spur legen, damit ich die Musiktonspur rausnehme, aber ich habe eine Desktop-Audiospur, darüber läuft der Motorsound und das wäre auch die Tonspur für Musik. Dann noch eine zusätzliche Soundkarte anschaffen und dann geht das. Ich verdiene nur 150 im Monat. Obwohl man das ja bei OBS so einstellen kann, dass man das zum Beispiel extra laufen lässt. Du es selbst hörst, aber die nicht übertragen wird. Ja, stimmt, dann müsstest du einen anderen einen Player irgendwie nehmen, hier VLC oder so, genau. Genau. Ja, stimmt, ja. Ja, funktioniert, weiß ich. Ja. Nee, ist richtig, ja. Ne? Wird dann kann ich danach einen virtuellen Ausgang denn, ja. Richtig, dann kannst du es selber hören. Deine Zuschauer hören es aber nicht. Genau. Jan, willst du mich nachher besteigen, dann kannst du es machen. Nein, danke. Gut. Nein, danke, aber nein, danke. Ich trete mal durch, Jan, ne? Dann naja. Machen wir mal Lückenschließung hier. Gerade schön gerade hier. Oh, jetzt fängt es sich an zu stürmen, ey. Ja, jetzt geht's natürlich wieder bergauf hier. Ein Strich durch die Rechnung gemacht hier. Ja, hin vorne bei Evil geht's auch bergauf. Ja, ich bin jetzt schon bei 60, schon mal gut. Ja, du bist gleich ganz schnell wie auf 20, wenn du da ankommst, wo wir sind.
Boah, so schlimm war die. War es nicht bergauf. Ja, aber ja. Er hat 60 Tonnen. Die merkt man schon. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann musst du wirklich mit Schwung hochfahren. Weil das geht denn schlecht. Oh, da muss man den MR1 von unserem Server nehmen, oder? Ja, mit 300 PS. Ja, gut. Ich meine, klangmäßig ist er top. Jo. Oh, wir warten nicht weg. Oh. Wunderbar, ne? Achtung, da könnte hier auch gleich dann hier weggehen. Nee, Fabi ist mit Handy im TS. Okay. Da passiert weiter nichts. Rainer? Ja. Bin aber 5 Tonnen leichter. Bist du 5 Tonnen leichter? Ja. Okay. Was wärst du? Den Feldbinder. Ah, okay. Hab Sand geladen. Da will noch Sand spielen. Aha. Na, du hast doch da 2 Bagger drauf. Ja. Nur du streust, ich fahre. Aus dem Kunststoffgranulat können wir denn die Sandkisten machen hier, die Sandspielkisten. Oh yeah! Und haben wir alles da. Bagger zum Befüllen, den Sand von Thorsten. Und wenn der Sand nicht reicht, haben wir noch über das Sägespäne mit hin. Genau. Ja, toll. Hält es überhaupt, wenn man eine Burg baut? Nee, das kann dann wieder weitergegeben werden. Oh nee. Ich habe das Problem wie beim letzten Mal. Update. Nein. Ich gehe es jetzt einmal während der Fahrt. Gut, hat funktioniert. Ach so, wie das Update. Ja, das, was ich letztens abgebrochen habe, will er jetzt wieder machen. Passt ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das um die Uhrzeit gestellt habe. Muss heute Abend auf jeden Fall mal nachgucken. War beim letzten Mal genauso. Dann bin ich echt rechts rangefahren, aber der Jan hat gesagt, ich darf mich nicht zurückfallen lassen. Weil du musst überlegen, das ist dann ein Fenster, was sich komplett dann über den Bildschirm legt. Hm. Ich kann da quasi nur über OBS fahren, weil es da nicht angezeigt wird. Ja, weil da die Spielaufnahme laufen hast. Richtig. Ah. Hm. Wohin willst du? Achso, da ist zweispurig. Also andere Spur? Ja, ich hab's gesehen. Die zieht aber eh gleich wieder links rüber. Ja, deswegen wundert es mich, wieso sie nach rechts fahren. Wollte gerade sagen, Robin, wenn du das Game sagen wolltest. Naja, ich hatte einen kleinen Hänger. Aha. Hast du es gesehen? Ja. Aber vorne so, die. Wir müssen gleich scharf links abbiegen, Aber vorne die das Würstchen von Thorsten hat auch gesprungen. War auch so am Zittern. Mir ist aber nicht kalt. Hast du ein Würstchen wärmer? Oh, super. Nein, war Fabi. Ah, okay. War das nicht Rainer, der ein Würstchen wärmer hat? Nee, mein Rechner friert gerade ein bisschen ein. Ich habe alles offen und es fängt gerade an zu riechen und die ganze Bühne kühlt ab. Jan, wie weit seid ihr hinten dran? Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Weil wir haben jetzt den leichten Rechtsbogen noch und dann biegen wir auch scharf links ab. Und darf ich erstmal auf 50? Sag dann Bescheid, wenn du rum bist. Jo, mach ich. Olga! Was denn? Oh, sag doch, dass da eine Kurve ist.
aber gesagt habe, scharf links. Nee, alle. Das war die Kurve danach, die ein bisschen eng war. Da ist eine Kurve. Ja. Und die liegt noch rechts. Ich hab's gemerkt. Boah, das sieht man doch auf dem Navi, wie stark der Knick ist. Kann man sich doch selber einschätzen, die Knick. Ja, ich hab einen Knick in der Optik. Deine Optik und, in der Knick. Das wird es gleich mit dem langen Getüm hier. Toll, wer hat jetzt den Regen zu mir geschickt? Ich. Damit auch was von hat ist. Ich weiß nicht. Das sollte nur jeder, das was abkriegt, wa? Ich hatte ja vorhin schon Regen. Ich fahre morgen wieder mit Wintermod. Was? Ja? Er ist inaktiv, kannst du gar nicht nutzen. Denn du fährst auf dem Singleplayer. Du kannst die Eismod, die kann nicht die Mod. Die Eismod. Ganz normale. So, Foski. Bin links abgebogen. Okay, dann erhöhen wir die Geschwindigkeit auf 60. 6-0, Geschwindigkeitserhöhung aus 6-0. Bei einer halben Stunde bin ich dann auch auf 60. Das sind wir am Ziel. Nicht ganz, aber. Oh, da kommen gleich so ein bisschen Terpentinen. Juhu. Und mein Magen meldet sich langsam. Unfall. Bin ihr weiterfahren? Ich hab die Tafel gehabt. Mein Herz ist mir gerade in die Hose gerutscht. Gut, dass ich mich kurz genudet habe, dass keiner es gehört hat beim Schreien. P7Pix/Slashwitz heißt das. Der lernt das. Ja. Ich fahr ran, ich hab 80%, ich krieg Slashwitz nicht rein. Soll weiter fahren oder was? Ja, fahr weiter. Irgendwie hat der. So, von eines Unfalls reduziert die Spitze die Geschwindigkeit auf 4-0 an die Spitze. Ja, ich muss mal aufholen. Achtung, Jan, wird wieder weniger hier. Naja, ich sehe das ja. Jo. Nicole? Ja. Du hast Wackelkontakt. Geht doch mal an, aus. So. Na, aus? Der ist immer noch an. Ah, jetzt nicht. Bumblinker. Ah. Aus? Nee, jetzt hast du den linken Blinker an. Evil, hattest du jetzt einen Bug oder was war da los? Irgendwie hatte ich einen Speicherleck, ich weiß aber nicht, wieso das so stark war. Ja. Da muss irgendwas noch im Hintergrund laufen. Kann ich jetzt aber nicht feststellen. Machst wahrscheinlich ein Windows-Update. Ja, es kann sein, dass es im Hintergrund heruntergeladen wird. Oh, Jan, hast mich doch überholt. Sehr schön. Ja. Okay, dann bleib ich hinter dir. Nix ist. Weil das kann ich ja leider nicht beeinflussen, wann das runtergeladen werden soll. Du darfst. Danke, Jan. Jetzt die Frage, wir haben ja Dienstagskonferenz. Wir sind von den Serpentinen alle überholen? Okay. Nein, nur an mir vorbei. Nur an Jan vorbei. Okay, gut. Wie konnte man darfst jetzt hinter mir hinterher schleichen. Genau. Es sei denn, ich sage dir, dass du deinen Platz während des Konvois wieder einnehmen kannst. Ja, kein Stress. Wir haben ja dann eh, ich habe irgendwie Schlechtschick-Fix gefunden. Das war nämlich, ich hatte Großschreib an. Ja, deswegen hast du ja auch 7-Fix geschrieben. Naja. Ja. Achtung, ich muss runtergehen. Wer die Kamera noch nicht hat, möge sich einen Punkt mit dem Edding-Stift auf dem Monitor machen, damit er die Stelle weiß. Und da liegt er. Wer liegt? Unfall. Was, schon wieder? Rainer hängt. Ich war zu schnell. Ich hab's nicht mehr abfangen können. Einfach dann vorbeifahren. Geht das? Geht nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Welcher Punkt? So, jetzt geht's weiter. Ja. Das heißt, Rainer setzt sich gleich wieder hinter mir. Nee, ich bin jetzt bei der Werkstatt. Ich arbeite nicht mit Speicherfunk. Ja. Welche Werkstatt stehst du? Bestimmt Neumarkt am Mierisch, ne? Warte mal kurz, ich kann dir gleich sagen.
Holger, fährst du noch immer 40? Ja, 40, immer noch an der Spitze. Ich stehe jetzt in Helsinki. Helsinki? Ja, klar. Ja, du hast ja den Tribble dran. Ja. Da. Wenn du zurückkommst nach Neumarkt am Miresch, dann fährst du oben die Straße bei Rocketeater hoch. Dann kommst du nämlich auch auf die Straße, wo wir jetzt gerade unterwegs. Das ist ja krass. Hier steht jetzt einer, der hat genau die gleiche Lackierung drauf wie ich. Das ist ja unglaublich. Und das ist irgendein Ausländer tatsächlich. Oh. Warte, also das muss ich ja jetzt mal fotografieren. Also das ist ja wirklich ein ganz blöder Zufall. Also die ist ein bisschen schwächer wie die von KEB, ne? Aber der guckt wahrscheinlich jetzt auch erstmal. Habt ihr einen neuen Mitarbeiter? Ja, anscheinend. Ich verstehe den ganz schlecht. Ja, ich auch. Du lagst. Da man das ist, mein Friend. Ein bisschen bergauf hier. Man versteht dich nicht. So, wir sind erstmal wieder zusammen. Okay. Spitze geht auf 6-0 an die Spitze. Ich hätte gerne die deutsche Übersetzung. Sorry, Evil, aber ich konnte da echt. Ich habe eigentlich genug Abstand gelassen. Ja, das muss irgendwas ein Update, das ich heruntergeladen habe oder was. Und das Team hat wieder ein Update gefahren. Und, ne? Tut mir echt leid. Ja, kann ja passieren. Aber das wird ein schöner Clip für YouTube. Ich habe keine Fracht. Ich auch nicht. So fahrt ihr Konvois ohne Fracht. Weil generell Konvoi ohne Fracht gefahren wird. Nö. Quatsch. Nicht bei uns. Max 15 Tonnen. Ich habe früher gelernt, Konvois immer ohne Fracht. Ja, aber nicht bei uns. Wir fahren grundsätzlich Konvois mit Fracht. Kann ich nicht. Dann kann ich nicht den Trailer nehmen, dann muss ich mir einen Trailer kaufen. Also so einen Ingame-Trailer auf Fracht. Nö. Was ist jetzt nochmal die Geschwindigkeit? 60. Hättest bei mir Fracht kopieren können. Ich hab denselben Auflieger drauf dran. Aber dann wäre ich doch in Orange gefahren, oder? Nö. Ach. Hättest nur sagen müssen, eigener Trailer, fertig. Warum fahrt ihr denn alle links dran vorbei? Den habe ich nicht kopieren verstanden. Kopieren heißt nur, dass du die Strecke kopiert hast, dass du den Anfang und Ende drin hast. Richtig. Und Fracht kannst du selber aussuchen. Ja. Und dann kann man auch einstellen, dass man seinen eigenen Trailer nehmen möchte. Ja. Genau. Und dann fährt man mit dem eigenen Trailer. Da kann man eine schöne Fracht aussuchen, was man will. Und auch schreiben kann man sich selber erinnern. Ja, habe ich auch gemacht, deswegen ja. Hab ich auch. Üb nicht noch mehr Druck aus, ich stehe schon eh unter Druck. Ganz ruhig. Ich muss nämlich auf Klo wie Bommel. Die Bügel und Bommel, wa? Pause muss ich noch ein bisschen gedulden. Naja. Rainer, wo stehst du? Ich komm zur Pause hin. Komm zur Pause, gut. Ja. Ich würde mich dann gerne in der Pause auch wieder vor. Achtung, Gegenverkehr! Achtung, Gegenverkehr! Wie weit ist denn das noch zur Pause? Lass mich gucken. Ja. Gut 10, 15 Minuten brauchen wir noch. Alles klar. Nicole, was ist los? Hab ich zu spät gerade den Gegenverkehr getroffen? Da. Ich stehe. Hast du ihn erwischt oder was, Nicole? Nein! Zum Glück nee. Justus Kappi hatte hinten auch einen kleinen Unfall. Ich bin das schön um die drumherum geeiert. Umgeeiert. Ja, so sagt man auch sächsisch. Ja, ich weiß. Also Kappi hat hinten auch einen Unfall gebaut, aber der ist schon wieder am Rollen. Ey, nimm mal die Bäume weg, ich sehe nicht. Vorsicht, Gegenverkehr, grüner Punkt. Und jetzt ich fahr mal ganz langsam. Ich hab Angst. Achtung, da hinten, Gegenverkehr.
ich habe ein Double und Kurven, ich muss ausholen. Weil sonst nehme ich die Gartenplanke mit. So. Geht alles. Das geht alles. Jetzt habe ich aber gewusst, wer gerade spricht. Ja, der Sauerstein. Robin, und ich habe noch die vierachsige Zugmaschine davor. Ah, okay. Also, ne? Alles gut, Jan, alles gut. Ich weiß nicht, mit wem ich gerade gesprochen habe. Mit Nicole. Achso. Genau. Männliche Nicole. Ja, nein. Ihr seid wieder so weit dran? Ne, sind ein paar Lücken noch drin, oder? Was? Nochmal bitte, Jan. Irgendwie sind hier ganz schön Lücken jetzt drin. Na gut, ich bleib dann von erstmal weiter auf 60. Also ich fahr mit 120 Grad hinterher. Ja, ich habe gerade gesehen, dass man losgeschossen ist, wie geklappt. 130. 140. Machen wir jetzt noch mit 90 hinterher. Ja. Achso, du hast Fracht. Mhm. Ich gehe aber auch wieder runter auf 70, also alles gut, Jan, du kriegst mich gleich. Naja. Ich sehe euch auf der Live-Map immer noch, keine Sorge. Was soll ich machen, wenn L und L auf einmal Gas gibt? Achtung, kleiner Kreisverkehr. Die sind zwar leidenschaftlich, aber dass sie so fahren. Und jetzt machen wir den nächsten Punkt. Gibt's ja keine Garage, ne? Sehe ich gerade. Da. Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine Werkstatt gibt. Hundebande, man versteht dich ganz schlecht. So, jetzt sind wir erstmal alle wieder so weit zusammen, oder? Ja, ich warte hier oben noch die Kurve ab und dahinter werde ich dann wieder ein bisschen beschleunigen. Also den Kreisverkehr, den wir da jetzt gleich kriegen. Mhm. Aber wir fahren gerade durch den kleinen Kreisverkehr. Ja. Aber ist ganz entspannt. Oh, das ist ja süß. Aber mit dem ACT hätte ich den wahrscheinlich nicht gefahren. Doch, geht. Ah, die Serpentinen nicht, aber die Kreisverkehr schon. Serpentinen auch. Ich weiß ja nicht, was Holger noch vorhat mit uns. Also, das, was bis jetzt gewesen ist, das wäre man auch mit dem ACT gefahren. Okay. Aber den Rest nicht, oder was? Also, das, was also bis hier durchaus. Ja, wenn du den Knick da gleich hast, sagst Bescheid, ja? Na weißt du, den Knick in Obdach habe ich schon mal. Ja, ich meine oben die harte Linkskurve. Jo, sag ich Bescheid. Darf man euch beiden mal loben, ihr macht das super. Eingespieltes Team. Jo. Ja, es ist halt die AK. Sorry, ich musste husten. Muss ich für dich doch den Warnblinker machen, Jan, oder? Nö, ich bin dran. Okay, gut. Ich sehe ja, was vor uns los ist. Da ist jemand. Unfall. Da! Poker biegen wir. Euer Unfall hinten. Poker rechts ab. Könnt ihr fahren? Ja, können wir. Der mit seinen Rohren, die sind aber auch hart, ey. Naja. Das war genau in der engen Kurve, oder? Ja. Gerade. Und ich bin jetzt gerade in der Kurve drin. Achtung. Ich stehe. Ich freue mich schon auf die Kommentare unter dem VOD.
Robin, unser Werfer im Kanal, findet man die Videos eigentlich? So wie ich hier heiße. Robin TV, genau. Aber nicht der erste, Tesla ist nicht so meins. Ich bin der etwas kleinere. Ich meine, wo, über Twitch machst du das, oder? Nee, YouTube. Bin aber aktuell nicht live. Ich wusste es, dass es über YouTube ist. Ich mach's jetzt seit 11 Jahren. Okay. Knapp 1,3 Millionen Aufrufe auf alle Videos. Holger, du machst aber über Twitch, oder? Ich mach über Twitch, ja. Ja, ich auch, wenn ich hier live sein sollte, mal. Mal. Ja. Oh ja, muss ja auch die Zeit finden. Kreisverkehr, die Dritte. Ne, ich bin so ein bisschen vorproduziert für die Sommersaison. Weil ich mache normalerweise 3 Monate Sommerpause und dann werden die Videos einfach nur freigegeben von YouTube. Ja. Oh. Weil ich ein bisschen faul bin. Ich habe mit faul nichts zu tun. Ich sag mal so, ich bin letzte Woche 4 Konvois gefahren, sind 4 Videos. Zack. Steht da rechts. Ach, Kapi. Endlich. Oh, schöner Kreisverkehr. Holger, wie oft waren wir hier in diesem Ort schon? Oh, hier waren wir schon das eine oder andere Mal. Und er sagt bei mir wieder das erste Mal. Kam wahrscheinlich ein Update auf die Stadt. Ja, also alles wieder grau. Obwohl die Stadt selber schon in Gelb geschrieben war. Dann warst du nur in der Stadt, aber den Rest hast du nicht gesehen. Naja. Warst wahrscheinlich nur an der Garage. Nee. Wir haben hier schon einige Konvois unten gemacht. Ja, Obst, die war viel hier unten in die Ecke, ja. Gerade wie es neu drin war. Da war gefühlt fast jeder zweite Konvoi hier unten. Und da sind wir auch noch von der AK hier regelmäßig unten umgekurvt. Na, jetzt sind wir ganz schöne Lücken drin, Holger. Ich bleib weiterhin vorne auf 60. Kannst du mal durchsagen, dass die Lücken bitte selbstständig schließen? Warum haben wir eine Lücke? Rainer ist doch gar nicht da. Drauf. So, Kammerspitze ist immer noch weiterhin auf 60 und bitte Lücken selbstständig schließen, aber das kennt ihr ja. Komm hier mit 140 angefahren, Robin, sei vorsichtig. Oh, da kommt gleich von links der Dash. Eieiei, der wartet gleich auf mich da am Ort. Du machst mir Angst, Rainer. Okay, wir haben beide ein... Nee, du hast eine Wurst und ich habe einen Kasten. Ich hab aber eine Wurst mehr, auch wenn es nur eine halbe ist. Ah, herrlich. Du aber hast jetzt Gewicht. Jetzt, nee, hab ich weggeschmissen.
Achso, stimmt, der ist ja geflogen. Ja. Ich fahre jetzt auch gerade ohne, so komme ich ein bisschen schneller voran. Sollen wir Wetten abschließen? Da vorne fahren wir gleich geradeaus. Das ist ein Serpentin. Linksrum wäre ja auch blödsinnig. Ja, ja. Aber man weiß ja nie bei dir, Holger. Ich L&L fährt richtig gut, muss man sagen. Machen wir eine kleine Serpentin-Passage. Wie gesagt, Kurven fahren nach eigenem Ermessen. Wolltest du was sagen, Jan? Nö. Es ist so ungewohnt, in die drei Löcher reinzugucken, ey. Welche drei Löcher? Ja, die drei Rohre. Ach so. Woran hast du denn gedacht? Banatendöcher plus ein Polo? Das willst du gar nicht wissen. Alter. Ich hab's gerade gedacht. Na, Evil, was war denn jetzt bei dir los? Naja. Die Steigung. Ja. Bergauf habe ich wieder schwer. Ich konnte ja schlecht den gerade hinten nein donnern. Wer steht in der rechten Ecke? Ah. Der schwarze Mann. Oh, Laila. Die geile Laila. Ja. Solange es nicht die geile Nicole ist. Gibt's sogar. Es gibt sogar einen Song. Echt? Ja, es gibt einen Song über die Nicole. Ich stehe. Das habe ich mal mit einer Freundin mitten auf der Straße laut gemacht. Laila? Ja. Habe ich im Bus mal laut gemacht. Da waren dann ein paar Jugendliche bei uns und die haben dann noch mitgekrölt. Okay, für einen Fahranfänger wären die Kurven hier echt ein bisschen komisch gewesen. Ja, für einen Fahranfänger, da hätte ich auch nicht gesagt, dass er hier mit sowas durchziehen soll. Oh ja.
völlig gnadenlos. Eiskalt blutlos. Holger ist kein Fahranfänger. Nee, er ist Fahrlehrer. Gnadenlos bluten lassen. Ja. Wo wir beide hier schon durchgezogen sind mit unseren... Das hört sich irgendwie falsch an. Welches Zeug habt ihr durchgezogen? Ja, die HCTs durch manche Ecken. Ah, okay. Oh ja. Nehmen wir mal die Bäume weg, die stehen mir im Wege. Waren schon einige üble Strecken dabei. Hoi. Schon krass, wie schnell eine Stunde vorbei ist, oder? Ja. Guck mal, wir sind um 19.45 Uhr gefahren. Das ist schon über eine Stunde unterwegs. 20.43 Uhr haben wir es jetzt. Ja. Achso, eine Stunde. Ja. Sorry. Mathe war nie meine Stärke. Oh. Immer draufhalten. So, nein, machen wir nicht. Nach den Serpentinen sind wir kurz vor unserem Pausenort. Also, wenn dann der letzte Mann steht, gönne ich euch, lass mich mal rechnen, 15 Minuten Pause gönne ich euch, wenn der letzte Mann steht. Wie gesagt, hinter den Serpentinen ist unser Pausenort bei der Firma KFOR. Ja, ich komme da auch jetzt gerade an. Warte mal, ich kann ja eigentlich mal eben... Ist Jan das Letzte? Ich bin der Letzte, der hier fährt, ja. Okay. Der Letzte. Rum die Ecke. Wer das Letzte ist, das weiß ich nicht. Rum. Mir hat man verboten, das zu dir zu sagen, dass du das Letzte bist. Ja, das Letzte am Konvoi, ja. Sortieren wir uns schon wieder nach Speditionen oder bleib ich erstmal hinten? Nee, wir pausen und sortieren uns wieder nach Spedition, ganz klar. Das heißt, ich wieder vor Nicole. Richtig. Genau. Damit Nicole wieder was zu gucken hat. Damit sie was zum Lachen hat. Was zu gucken? Achtung, ich stehe. Ja, ganz ruhig. Ach, nee, Konvoi ist für mich immer Action. Ist frei? Oh, deswegen fahre ich den Glöckner nicht bei Nacht. Boah. Warum? Ja. Der Emma hat mehr Lichter dran als so ein Scania. Ja, sag mal so, solche Kurven, da brauchen wir manchmal beide Spuren. Also ein Carfoder. Was ist denn, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, wer hat dann recht, vorzufahren? Ach, dort hinten. Wer zuerst in der Kurve ist? Derjenige, der auf seiner bleibt. Wenn du allerdings in der Kurve drin bist und er kommt dann erst dazu, dann muss er warten. Und eigentlich hat der bergauffahrende Vorrang. Aha. Geht's bergauf? Oh, ja. Schön Kratzer machen. Fahren wir nach KFOR oder nach Rosmark? Nein, KFOR. Okay. Gut. Eine Steigung hat immer der bergaufwärtsfahrende Vorrang. Bei gleichen Fahrzeugen. Ja, so rumfahren. Post her. Wir stehen. Nur. Nicht. Bleib lieber gerne sitzen. Warum Kapi steht? Der hat sich festgehangen an der Laterne. Hey Rainer, warst du ein Hänger? Ich war verloren unterwegs. Dein Hänger hast du in der Hose, oder? Weil ich gerade habe ich in der Hose. Den meinte ich. Oho! Welche Kugellocken hat er in der Hose? Und mein Trailer habe ich weggeschickt. Den wollte ich nicht mehr. Aha. Der hat mich umgehauen. Der war zu lang, war?
Ja, der hat mich umgehauen. Schildiko. Rainer hat gemerkt gehabt, dass er mit der Konkurrenz nicht mithalten kann. Ja. Warum holst du hier nicht... Was? Warum holst du hier keinen neuen... kein neues Würstchen? Gut abgefangen. Der eine von der LL schießt hier rein und fast am Kippen gewesen. Ja, die fahren alle so ein bisschen wie... Hat auch noch rechtzeitig abgefangen, das Ding. Man hat mal noch Zeit. Besser nie, ob da mal wohin muss. Nicole, also, lässt du gleich vor dir eine Lücke frei? Ich höre gerade nichts. Dann besser nie, ob da auf der Hütte muss. Ja, ich... Was ist das, dass sich so beeilt? Ja, ich habe L&L vor mir. Dann schneide ich mir gleich ein Loch in den Sitz. Ja, tief glaube ich, brauchst aber da nicht schneiden, oder? Doch, ich habe einen Seniorenstuhl, ich habe so einen Schaukelstuhl. So einen ganz alten, von Oma. Aber nicht, dass du uns davon schaukelst. Ich schaukel was anderes, aber das wollt ihr nicht wissen. Nee, nein, bestimmt nicht. Pause machen bis 21.05 Uhr. 21.05 Uhr ist Pause und dann geht's weiter. Und dann haben wir noch geschlagene 418 Kilometer vor uns. Jupp. Sind wir schon da? Ah, ich stell mich mal in Evil. Ich muss auf Klo. Solange du dich auf die Igel stellst. Nein, das ist so einsam ohne Trailer. Oh, oh, oh. Ja, chill mal. Das ist ja nur ein Dick. Ja, ja, ist gut. Rainer? Ich weiß ihm schon zu helfen. Bitte? Was? Du stehst jetzt in der Ecke und dickst. Ja, genau. Weil du so abseits von uns stehst. Mal eben hier den nehmen. Mal eben hier Standort wechseln. Da kann ich den gar nicht hinschicken. Das ist auch toll. Gar keine Garage, nix, das Ding. Na gut, ist egal. Da kommen welche. Hilf. Fahren vorbei, okay. So, ich bin wieder da. BB. BB, ja, genau. Gibt's hier was Langes auf den Ohren, aber leider ohne Farbe.
Auch kurz AFK? Jo. Ja. So, jetzt gibt's Farbe auf dem Deckel. Pass auf. 3, 2, 1 und. Detsch. Nee, er lädt noch. So, jetzt aber. Platsch. Nur viel Spaß mit dem Teil. Ja, ne? Was hat denn der dran? HCT. Also er probiert's echt mit dem HCT. Mhm. Ja, ich hab HTC genommen, weil ich THC-Intros hab. Okay. Man hört's. Wieso denn? Der führt ja immer sein HCT hinten mit. Es sind echt nur noch 400 Kilometer? Ja, 418. Aber wir haben ja auch schon 9 Uhr. Na ja. Jetzt gucken wir mal, wo das Ziel hier oben ist. Kann man ja ungefähr... Ich weiß, wo es ist. Steht, bis wann haben wir Pause? 5 nach. 5 nach, alles klar, bis gleich. Jo. Ich gucke gerade auf der Karte, wo es denn sein könnte. So, wieder da. Jo. BB. Weil da oben sind 4, das kann dann... Oh, okay. Ah, ich weiß, wo wir lang fahren. Holger, nein, das machst du nicht. Was denn? Das machst du nicht. Doch, das macht er. Doch, das mache ich. Oh nein. Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs und Mädels. Sei doch nicht so. Nee. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich hätte kein Double nehmen sollen. Holger. Ich weiß schon, warum ich reingeschrieben habe. Doppel, Triple, HCT und Schwerlast auf eigene Gefahr, auf eigene Verantwortung. Ja. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich den Trailer abhänge. Oh. Parkling. Leute, das ist das Ziel. Schau mal, was hier abgeht. Kann mich jemand mit dem Heli mitnehmen? Nö. Nee, kriegst gleich eine Schubkarre. Ja, ich krieg gleich einen Rainer. Aber die Schubkarre hier von den Gartenzwergen, ne? Die ist A, schön klein und B, kann er jeden einzelnen Korn einzeln oben transportieren. Jupp. Ja, da ging es was vom Laufen. Fahren wir den normalen Weg oder fahren wir noch hinten rum? Ah, geht gar nicht, okay, gut. Dann müssten wir über Strui fahren, oder? Nee, wir nehmen jetzt von hier aus den... Den direkten Weg. Weg, ja. Also Mukachevo, Strui, Ivano-Frankivsk. Nee, das ist ja die Stadt. Nee, das ist, geht ja vorher schon runter. Ah, da die Ecke. Rechts. Genau, und dann rechts runter. Richtung Polyanschus, ja. Also jetzt gleich die nächste Abteilung ist relativ easy. So, nee, Evil, wurde es gekickt? Nee, also da kommt gleich eine Passage, da kann man richtig easy fahren, da kann man auch ein bisschen schneller fahren. Ja, aber das letzte Stück, das wird echt ich hässlich. Oh, dann kommt nochmal das letzte Ende. Ja, natürlich, das Beste bewahre ich mir immer zum Schluss auf. Ja, machen wir mal so. Wäre langweilig, wenn ich gleich das Beste am Anfang verpulvern würde. Ja. Und unterwegs gibt es sogar noch ein kleines Highlight, wer das noch nicht kennt. Da werde ich auch mit Absichten die Geschwindigkeit reduzieren. Falls der eine oder andere einen Screenshot davon machen will. Ach, Chris von NGT ist gekickt worden. Oh, Chris, Evil. Ja. Naja. Doch, haben sie einen Augenblick. Ja.
Ach ja. Ich bin Hundeband ist auch gekickt worden. Ist der Server so voll, dass nach 10 Minuten gekickt wird? Ja. 1905 Spieler, ja. Der Server ist so voll. Okay. Das heißt. Robin, deinen Kanal hab ich gefunden. Möchte ich gar nicht wissen, aber danke, Nicole. Danke. Bitte. Gern geschehen. Deswegen habe ich auch immer meinen Anti-AFK laufen. Nee, ich drück alle 10 Sekunden mal. Da bin ich zu faul für. Nee, aber wie der Finger. Ja? Weil macht die es schlecht, wenn man gerade am Essen ist. Was schiebst du rein? Ja, jetzt nicht mehr, aber vorhin, wie ich essen war, stand ich auch die ganze Zeit noch da. Das ist dann mal schlecht, wenn man dann alle paar Minuten was drücken muss. Richtig, Holger? Jo. Carbonator ist gekickt worden. Auch wieder da. BB. Aber krass schon, dass die Promods wieder so voll ist. Liegt das an Kekinis oder woran liegt das? Das ist, weil sie Stuttgart umgebaut haben, Frankfurt. Ja. BB. Jo. Holger Kirken ist 253. Ist doch okay. Nur die Straße da oben. Kirken ist selber 94. Schön, und wenn die dann alle. Ah. Also ich bin vor 4 Wochen da gefahren. Ich habe gedacht, alte Good Vibes. Also so wirklich. Es war voll. Dann gibt's auch eine Ortschaft, die nennt sich Satumare. Satumaso? Satumare, da stehen wir gerade. 16 Leute. Da steht nämlich auch mit drin. Ja, da stehen wir ja gerade aktuell. Auch wieder da. Richtig. Jo, WB. Das ist manchmal ganz lustig, wenn man sich das nebenbei mal anguckt. So, 5 Minuten noch, dann geht's weiter. Robin, also vielleicht wäre der vor dir. Also der Kirkenes mit der Stadt zusammen über 300 Leute. Und das ist schon böse. Die restlichen 1600 verteilen sich auf die Karte. Und dass Stuttgart so ruhig ist. Stuttgart ist steht doch nicht mal bei. Ich habe hier Beograd mit 9, Berlin mit 10, Milano mit 11. Weil als nämlich die neue Promot rauskam, war Stuttgart das zweite Kirkenes. Ja. Delfos Akureyri 12, Hamburg 12, Istanbul 13. Und dann kommt schon Satumare mit 16. Longyearbyen 22 und dann ist Kirkenes. Fährt heute Abend einer mit? Kirkenes? Nein, danke. Never. Ich wollte fahren und nicht. Du stehst auch heute beim Konvoi auch manchmal. Ja, aber nicht ewig in der Gegend rum. So wie ich jetzt stehe, ist ja in Ordnung. Das ist ja gewollt. Und zum Steinbruch fahre ich dann doch lieber im Singleplayer. Robin? Hä? Du stehst in mir. Ja. Oh ja! Jetzt erst gemerkt? Naja, du müsstest ja eigentlich in der Zwischenzeit schon hart geworden sein, solange wie ich in dir stehe. Ne, ich möchte mir gleich nur angucken, wie der Holger rausfährt. Wieder da. BB. So, ich mach mal schon im Vorfeld einen kleinen Missmatch-Check. Nordic Global Transporte. Ja, einfach Bescheid sagen, wenn er wieder da ist. Und dann die leidenschaftlich und luxuriös. Wollte ich jetzt schon sagen.
Wir brauchen noch Kabu, muss man nur ein. Ah ne, ist ja auch schon da. Ne, dann sind wir alle, glaube ich, da. Ja, gut, okay. Drei Minuten noch, zweieinhalb. Dann fahren wir weiter. Okidoki. Holger, erwischt, du wolltest schon wieder Lisette sagen. Ja, ich hab's damit, ja. Ich hab's gemerkt. Jan? Ja? Was ich aber an den MAN ein bisschen doof finde, ist, dass du vorne keine Scheinwerfer mehr ranbauen kannst. Ja. Ja, noch nicht. Wird aber auch das nicht. Wird mit dem Tuning Pack irgendwann kommen. Genau. Ja. Damit wir ja Geld verdienen können. Oder die fliegen lassen. Ach nee, MAN hat ja noch gar kein Tuning Paket. Nein, hat es nicht. Dann ist vielleicht ein großes Paket rausbringen. Wäre mal nicht schlecht. Ja, das kann sein, ja. Er müsste noch. Moment, doch, es gibt ein MAN Tuning Pack. Aber nicht für, aber den alten. Für den alten. Oh, kein DLC. Aber kein DLC. Schatz, hat die Bulle bei dir? Ja. Gut, dann mach schnell eine neue. Wir rollten da gerade vor. Meine Wenigkeit. Achso, du rollst schon mal vor. Aber heute fahre ich dich nicht rein, so wie beim letzten Konvoi. Wo du da entspannt auf der Straße stehst, ich nehme Anlauf. Ah, das war. So, dann wünsche ich euch einen zweiten Teil schön. Und dann sieht man sich irgendwo am Ziel. Kannst du nehmen? Er kriegt schon Angst und Bange. Ja. Ich weiß ja, wie es Ende aussieht. Ich auch. Ich war da oben schon. Ja, ich auch. Nee, ich war noch nicht. Das ist noch nicht gelb, aber ich weiß, was abgeht. Holger, wir beide waren da oben schon. Ja. Wolltet ihr nackt im Pool liegen oder was? Ich war vorgestern mit Fabi da. Gesagt und da sind wir mit Schwerlast hochgetobt. So, da ja alles so schön am Hupen seid, fahren wir auch los. Wir beginnen mit der Geschwindigkeit von 50 km/h. Gut, reicht aber jetzt. Na Rainer, hast du doch Angst gekriegt? Nee. Alles gut. Er war mir zu kurz. Du wolltest einen langen haben, oder? Ja, hat er dann. Unfall, ich stehe. Ja. Warum? Boah, jetzt schon. Ja, Laterne. Beim Rausfahren. Laterne, Holger. Ja, ich habe einen langen. Ich habe die Kurve scheiße genommen. Er macht mir die Lampen an. Er macht mir die Lampen an. Evel, fahr. Keine Ahnung, was mit denen ist. Nee, Evel war eigentlich die ganze Zeit vor mir. Deswegen bin ich jetzt einfach gefahren. Ja, dann fahren wir jetzt. Der hat auch keinen Motor an. Ja, nee, dann ist das so. Dann muss er sich hinten anschließen, denn. Deswegen stand ich ja eben ihm. Ja. Ja, ich hab irgendeine. Muss er sich mal hinten anschließen. Nee, ich hab dasselbe Problem wie Robin. Windows Update? Ja. Muss er abbrechen und dann weiterlaufen lassen nach dem Dings. Hast du Windows 10 oder 11? Keiner? Ja. Ich fahr hinter dir. Ja gut, okay. Du willst doch bloß nicht vor mir fahren, sagt die Wahrheit. Aber wisst ihr, wisst ihr. Wieso geht es mein Motor nicht an? Warte, weiß ich nicht. Kein Sprit? Nee, ist ganz finster. Mach Licht an. Lass mal Zündung anmachen. Und dann. Geht nicht eh. Okay. Na, dann hab ich auch keine Idee. Dann hast du wohl. Es knackt zwar, aber. Und Ella an den AK? Ja, ich höre. Wir müssten leider noch einmal gerade alle zusammen tanken. Ja, okay. Nee, es geht jetzt überhaupt nicht. Bei der Fahrt kommt Kreisverkehr. Ich werde hinterm Kreisverkehr rechts ranfahren. Ja. Hinterm Kreisverkehr werde ich rechts ran. Jetzt. Oh, okay, so lange halten wir nicht brauchen. Ich melde mich.
alles hat passiert. Herr Will, was jetzt? Jetzt hast du Licht an? Ich sag ja, Dienstagskonvoi ist zu trainieren, was man im Konvoi falsch machen kann. Ja. Oder sie verhauen zu viel. Was? Was? So, wir werden mal rechts ganz kurz ranfahren, vor dem Zoll noch. Ach so, warte mal, ja. Auch doof. Ich weiß nicht, was da jetzt ist. Warte mal. Du hast jetzt Licht an, definitiv Fernlicht an. Ja, aber irgendwas ist, hast du da mit meinen. Hast du Handbremse drin? Hau mal auf die Leertaste. Vielleicht hilft das ja schon. Nee, es ist mit meiner Tastatur irgendwas, weil wenn ich drin. Meine. Zieh mal dein USB-Kabel raus von deinem Tastatur und steck wieder rein. Vielleicht ist es einfach nur die Verbindung. Und deswegen geht dann auch nicht mein. Danke dir. Ich kann ja auch nicht mal Steuerung alt. Das ist Tastatur ausgestiegen. Ja, so, wir bewegen uns wieder alle. Leute, Wasser ist wichtig, trinkt Wasser. Ach, was ist denn das? Das ist ein Blödsinn. Da eine Film mit Otto. Ja. Der neue. Es ist schön, wie das im Rückspiegel alles blinkt. Ich glaube, wir sind jetzt alle wieder voll. Das ist ein großer Weihnachtsbaum. Okay, alles klar, ihr seid soweit wieder fertig zusammen, ja? Aber ja, ich kann. Die sind zusammen, oder? Durch, ja. Ich kann ja nicht mal Steuerung Alt entfernen drücken, wenn das so nicht geht. Drück es mal Alt F4. Geht nicht, es klingt so komisch, wenn ich was drück. Ja, ist aber nicht neu. Der Konvoi startet wieder, wir sind kurz vor der Zollstation. Das geht aber relativ zügig. Und der Konvoi wird erst einmal mit 30 wieder loslegen. Einfach mal hinterm, ab. Hinter der zweiten Zollstation bleibe ich vorerst auf 30, bis alle wieder zusammen sind. Einfach mal Tastatur abstecken und wieder neu anstecken. Ich hoffe mal, er hat das Kabel so gelegt, dass man da schnell drankommt. Nicole, was hast du dir gewünscht? Bitte alle Wolfgang Petri. Ja? Gib mir mein Herz zurück. Holger, bitte einmal wiederholen, Nicole hat geredet. Alle Ports am Zoll nutzen, bitte. Okay. Sorry, ich muss gerade reden, weil ich gerade was gefragt worden bin. Ja, aber er hat gewispert und dann dürfen wir ruhig sein. Sorry. Ja, alles gut, passt schon. Ich habe mich jetzt mal in die Hundebanne gestellt. Verstaunt. Verstimmt. Ja, das ist eine Zollstation. Der zweite Zollpunkt hat nur ein Port ganz rechts. Ein Port ganz rechts. Ja, fahr. Hältst du den Stau auf hier? Nee, ich hab einen Silvio vor mir, den wollte ich auch vor mir behalten. Und Cruella! Dann schönen Gruß hatte ich euch bestellen aus meinem Stream von der Cruella. Gute Besserung an Cruella. Ist gerade frisch reingelaufen. Na komm, geh hoch. Du bist zurück. Ja, das kriegt sie ja mit. Ja. Und das kann ihr auch da bei mir im Video hören, weil da ist es ja auch mit drin. Wie soll die Zombies am Leben lassen? Oh, und wenn sie die Zombies nimmt, dann soll sie so richtig klatschen. Ich wollte gerade sagen, welches Getriebe liegt denn hier auf dem Boden? Das ist meine Cam und hier meine. Ein Cruella sagt danke. Ah, komm, dritte Wie nochmal. Gesagt, Konvoi-Spitze fährt hinter der zweiten Zollstation erst einmal mit 30 bis halb. Abgesoffen? Was? Achso, ist offen. Oh. Ja, macht sie gerne, aber später dann. Ja, kein Stress, alles gut. Machen wir zu dritt dann wieder. Aha. Uh! Ja, Zombies klatschen. Naja. Nicht Red Dead Redemption, Infestation. Ja, ich wollte schon sagen, ich dachte mal. So, und jetzt Abfahrt. Silvio, ich komme!
Erscheine, ist besser. Ah, genau hier bin ich vorhin auch lang gefahren. Da kommen gleich diese Flöcke in der Mitte. Ja, Tanti, aber sind wir gestern auch lang. Oh, weia. Die hässlichen Flöcke. Ja, ja, wo ich immer gerne gegenfahre. Ich schreiß sie alle um. Ah! Ich bremse. Ja, das sind die. Auch so ein bescheuerter Scheiß hier, ne? Da werden die Papiere überprüft und dann 500 Meter weiter werden nochmal die Papiere überprüft. Ja, ne? Also, ja, ja, du bist jetzt aus dem Inland und die Einreise ins nächste Land. Ja, ja. Und du bist jetzt in der Ukraine, irgendwie müssen die dich ja kontrollieren. Ja, weil die nichts zu tun haben, deswegen. Ja. Ah ja, Blöcke wegreißen. Ja, wiedersehen. Weg. Oh, Evil, tschüss. Ja. Der hat bestimmt Rechner neu starten. Ja, denke ich auch. Aber der hat auch so viel Probleme da, ne? Also das ist wirklich, wirklich ausnahmslos, ehrlich. Also den Unfall vorhin, den konnte ich nicht zu. Ich hatte... Wer ist denn das hinter mir? Ah, okay, ja, gut. Aber den Unfall da, also... Puh. Ich hatte zwischendurch auch ein paar Lecks, aber mir ist nie einer drauf geklatscht. BB. BB. Jetzt geht's wieder. Neustadt wird Wunder. Jan, soll ich das mal wieder so machen, dass ich mal hier links eben fahre wieder? Na gut, aber jetzt, nee, ich weiß ja die Route nicht mehr. Außerdem seid ihr schon so weit vorne. Nö. So weit sind wir noch gar nicht. Also du kannst uns eigentlich noch einholen. Du kannst uns auch einholen, wir sind mit noch 150. Hier an der Maut. Ja, wir haben gerade mal 20 Kilometer weiter, gerade mal 20 Kilometer weiter. Ja, an dem Passport, also das schaffst du aber locker. Richtig. Und einfach bloß jetzt der Strecke folgen. Genau. Jetzt ist nichts weiter umgelegt. Also, gib voll Gras. Was, voll ist Gras oder nicht? Gibt's doch voll Gras, ja. Rainer ist doch ganz hinten, der hat das Gras dabei. Nein, Rainer ist nicht ganz hinten. Nee, nee. Doch nicht? Stimmt, ganz hinten ist Jan. Ah. Ja, momentan das... bin ich noch der Vorletzte. Also hier oben ist eine Werkstatt. Warum ist er da nicht hingespawnt? Weil du die erkundet haben musst dafür. Ah, okay. Ja, das ist ein großes Problem, wenn man es nicht erkundet hat oder nicht dort war, kann man keine Schnellreisen machen. Nur zu den Garagen. Hey, diese Schranke runtergeht, ne? So nach da, du kommst hier nicht durch. Ja, die du reißt kommst einfach nicht schnell runter. Ja, aber wirklich. Du springst so und dann wieder runter. Erst kommt sie rein und dann nicht wieder raus. Geht irgendwie schnell hoch und wieder runter. Warum ist hier die Collision-Zone an? Also er hat die Autos über den Kopf, der Silvio. Was hab ich? Der hat Autos über den Kopf, der Silvio. Ich hab Autos über den Kopf, okay. Ja, no Collision-Zone. Ist das so gefährlich hier? Oh, jetzt wird's interessant hier mit dem Hüten. Ich mach mal eben den Scheibenwischer an. Ich bin mal wieder dran. Ja, stimmt. Wo ich hierher gefahren bin, von der Stadt unten, da musste ich hier auch durch. Regnet etwas bei dir? Nee, ich sag's lieber nicht. So, ja, ich bin durch den Zoll durch. Okay. Und wie geht das mal hinterher? Ja, sag Bescheid, wenn du aufgeschossen hast. Ja. Wofür steht hier rechts Flex? Der Firma? Gar nicht. Heute ist aber wieder frisch draußen, ne? Gestern wusstest du nicht mal, was er ausziehen soll, sondern heute hast du wieder Nippelwetter, du. Ja. Oh ja. Also ich habe meine Füße auf dem Rechner und es ist schön warm. Ja, schön. Heute war es ein mystisches Wetter. Kein Wunder. Bei uns ist trocken. Jan? Ja.
Frage von Kröder, ob du nach dem Konvoi eventuell bei ihr mal gucken kannst, wegen den dedizierten Server? Kann ich machen. Seid ihr die Erste rausrennen, oder was, beim Kreisel? Ja. Und wegen dem Firestorm. Ah, Mann. Geht schon bergauf hier ein bisschen. Ah, nein, ich bin falsch gefahren. Warum? Ja, ich bin nicht die zweite gefahren, sondern hier zur Tankstelle hin. Rückwärts setzen darfst du nicht. Hey, alles gut, ich drehe hier. Ich darf hier zwar nicht rein, aber bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ach, Rainer ist falsch gefahren. Ja, ich bin falsch gefahren. Ich habe gedacht, Evil ist falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Okay. Du wolltest noch mal ein bisschen ausliefern. Ja, hier fährt man ein kurzes Stück durch eine No-Collision-Zone. Ja. Na, Rainer, bist du noch runter von da? Ja, ich bin wieder auf der richtigen Spur. Alles gut. Ich. Komm, hier, warte mal. Ja, wie sieht's aus? Ich bin gerade durch den Kreisverkehr durch. Ja, dann müsstest vorne, du mich jetzt angegleist sehen. Naja, ja. Vorne ist alles soweit zusammen, ich bin auch gleich wieder dran. Gut, Evil, direkte Strecke, ne? Evil? Ja. Direkte Strecke. Gut. Die Konvoi-Spitze erhöht die Geschwindigkeit auf 7-0 an der Spitze. Ah. Sorry, ich hatte gerade einen Krampf im Fuß. Ja, hat die gerumpelt. Holger hat gerumpelt wieder. Thorsten, hast du Schaden der genommen? Ja, mein Kopf. So. Dank, Kröler sagt, danke. Aber Thorsten, tröste dich, da kann ja nicht mehr viel passieren. Haha. Ja, aber Thorsten gemeint und nicht dich. Konvoiende steht. Also mein LKW, wo er dagegen geknallt ist. Seid ihr am Rollen oder seid ihr am Stehen? Ja, jetzt wieder am Rollen. Jetzt wieder am Rollen. Ja. Gut, ich bleib weiterhin auf 70. Ah, dann müssen sie jetzt Robin, aber Flamme machen. Die Reifen sind kalt und da wir gleich in den Pool springen, muss ich meinen Reifen vorwärmen. Aha. Gut zu wissen. Wir fahren doch, du wärst ein Blue. Kennst du die Kette nicht? Ist eine Hotelkette, Radisson. Genau. Und da springen wir gleich in den Pool. Da fahren wir nämlich bei jetzt hin. Bei mir Blitz und Donners. Dresden hat kein Radisson Blue. Ah, ne, Dresden hat kein Radisson? Nein. Okay. Die haben Maritim. Ah, die haben Hilton, die haben einiges anderes, aber halt kein Radisson Blue, soweit ich weiß. Okay. Wüsste zumindest nicht, wo es wäre. Ich google das gleich mal. Oder schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob Dresden Radisson Blue hat. Ist das hier eine Autobahn? Nö. Kann gerade jetzt von der Brücke gesprungen sein. Vorsicht, Ilka, nein, Nicole. Ilka. Oh, was für Namen fällt dir noch ein? Na, nee, ich wäre fast von der Brücke gesprungen. Was für Namen fällt dir noch ein? Möchtest du nicht wissen? Lisa, genau. Kann ich diese Hütchen umfahren? Ja, kannst du. Schaden. Genau, die haben Collie. Das ist so, als wenn du so einen Leitpfosten wegfährst. Ja. Nee, weil ich nämlich da auf die falsche Seite gefahren bin. Oh. Wenn du jetzt reportet wirst, können wir da nichts für. Oh. Wenn er keinen anderen Spieler in Gefahr bringt, passiert da nichts. Genau. Könnt ihr mal vor mir ein bisschen langsamer fahren? Danke. Ja, Holger, mal zur Information. Wir tuckern hier gerade hinten mit 30, ne? Ich fahr unter 30! Oh, okay. Wollte ich gerade auch sagen. Also ich fahre 130. Ich reduziere die Geschwindigkeit auf 50 an der Spitze. Ich fahre gerade mit 130 hinterher, der Silvio. Entschuldigung, Jan, dass ich dir da jetzt vorgegriffen habe.
Bei dieser eine komische Stadt da, bei Mukka irgendwas. Wie seid ihr denn gefahren im Kreisverkehr? Weiter raus. Geradeaus. Weiter, nee, also einfach der Route folgen. Genau. Kannst jetzt ganz normal der Route folgen. Ich hab keine Route. Fahr nicht zur Tankstelle rein, sondern die nächste danach. Ja. Nach Uschorod. Ja, ja. Ja, Richtung Uschorod. Achtung, ja. Jan. Geht ihr schon wieder? Ja, ist Baustellenampel. Volker, wie schnell fährst du? Ich? Volker, ganz schöne Lücken drin. Riesengroß. Wie schnell fährst du? 50. Zu schnell momentan, Holger. Ah, nee, ich find's zu langsam. Nee, sind riesen Lücken. Nach hinten hin. Ach Mist, das kann ich nicht mehr so rasen. Warum nicht? Spitze, wir müssen nochmal die Geschwindigkeit runterfahren. 40, 4-0 nochmal an die Spitze, bis alle wieder zusammen. Benutzen Turbo Boost. Nee, weil ich sehe, dass sie hier teilweise extreme Abstände haben. Ja, 40 fahre ich jetzt vorne. So, Robin, jetzt wünsche ich dir eine Dion. Oh nee, ich muss weg. Tschüss, ich geb Gas. So schnell kommst du nicht weg. Ja, wenn ich wollte, wenn Silvio nicht vor mir wäre, würde ich auch wegkommen, aber wir haben einen Konvoi. Genau. Aber mehr, Jan, hier können wir das Hütchenspiel spielen. Ja, ne? Ja. Rammen die Hütchen weg, oder was? Was, da rammeln? Da rammen wir rum. Ach ja, schön. Oh, gleich geht's da oben rechts. Sehr schön. Und bei Uschorod seid ihr dann nach. Fahren wir dann nach rechts. Also sind wir noch nicht. Wieso seid ihr noch nicht? Nö. Wir sind. Aber wir sind auch schon längst Uschorod vorbei. Richtig, wir sind fast. Uschorod rechts Richtung Strühl. Nach ja. Michalovce, hä? Welche Krankheit? Ja, da bei Uschorod geht's ja dann hinauf, da kommt, da kann man dann Tankstellen. Da kommt dann wieder ein Grenzübergang. Nein, andere Seite, Richtung Strüch musst du, Ivano Frankiewicz. Ja. In die Richtung musst du. Deswegen fahr ich lieber in Europa, da kann ich Deutsch. Jan? Ja. Du hast mir doch gesagt, der LKW hier hat auch eine Rückfahrkamera, ne? Nein, ja. Hab ich nicht gesagt. Ach so. Na. Wie wir das denn? Richtung Debrecen. Debrecen. Achtung, wir stehen fast wieder. Wasarosnameni. Nee. Ein Ivano-Frankivsk. Das ist rechts von Uschorod. So, wir fahren hier vorne rechts ab. Sorry, ich muss mal gerade langsamer fahren. Also, Entschuldigung, Fabi. Oh. Mein Evil, hast du irgendwelche Leute im Tab? Wer? Ja. Du. Weil da fahren nämlich welche die gleiche Strecke hoch wie wir gerade. Ey, Kollege, nicht überholen. Nicole, hinter mir bleiben. Konnte neben der Bremsen fahren? Ich hab gerade auf eine Landkarte geguckt, deswegen. Nee, einen Fahrt hier hab ich. Und das war gerade ein Leck. Weil ich habe da gerade irgendwie gesehen, dass da einige die Strecke hochfahren, die wir jetzt auch gerade gefahren sind. Sorry Nicole, ich hatte gerade einen Leck. Ah. Wenn die Dusche am Laufen hat, ne, dann darf das Wasser mal abdrehen. Seid ihr da Richtung Strüji? Ja, genau. Wenn ich jetzt auf der Bremse, dann stehe ich wieder. Ach, okay, dann muss ich da wenden. So. Ja. Und vor Strüji geht's rechts ab, runter Richtung Ivano. Ah, okay. Da auf diese M10 oder ja. M. Ja, die H10 ist das. Was? Das ist ein M. Ja, H10 ist das. H10, ja. H10, jo. H725. H7025 heißt. Ja. Ja. Aber ich wiederhole es gerne nochmal. H7520. Okay, Johnny. Mein Name ist doch nicht Johnny. Ja, wie heißt du denn jetzt? Ja, H725. Du solltest mal deinen Computer überprüfen.
Wer hupt denn da? Nicole, bist du das? Fahr mal bitte. Habe ich als Jugendlicher wirklich richtig gefeiert, den Film. So, jetzt sind wir wieder einigermaßen zusammen, oder? Bis auf Evil. Ja. Da kann ich ja auch nichts für, wenn ich... Hey, runterkomm. Ups, falsche Taste. Konvoi erhöht die Spitze wieder auf 7-0 an der Konvoi-Spitze. Achtung, Jan, wird wieder ein bisschen langsamer. Ja, ja. Der euch ja da vorne. Ja. 70 vorne wieder eingeloggt. Wer hätte sein können, dass du die Augen zu hast, denn da? Also, ne? Nö. Ich hab nur nebenbei mal einen Blick auf den zweiten Monitor, weil. Ja, ja wegen. Ne? Überblick. Live-Karte. Live-Karte. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Haben Sie denn jetzt wenigstens mal die Promods geupdatet bei Trakas MP? Oder? Also hier passt es jetzt, hier stimmt es. Ah, okay. Weil letztens da, wo wir da unterwegs waren. Du bist nirgendwo gefahren, ich weiß. Ja, aber wirklich. Aber das war wohl ein Problem von Traki, weil Traki hatte gestern ein Update. Nee, auf der originalen hier, Trakas MP-Karte war das. Nicht bei Traki. Bei Traki-App, da hat's funktioniert. Aber ja, bei der Live-Karte von Trakas MP. Ich guck ja bei Traki. Ja, ja, da habe ich dann auch geguckt, weil die von Dings halt nicht ging, ne? Da sind sie, wie gesagt, immer irgendwo nirgendwo rumgefahren. Ich habe Traki-App immer auf dem Tablet hier, ne? Habe ich immer hier auf so eine Halterung nebenan. Ja, blöd, wenn du dann einen Fähre-Zug nimmst, musst du dich wieder selbst anklicken. Ja, ja? Das ist richtig, ja. Das habe ich hier jetzt nicht. Hier bin ich aktiv und dann bleibt da auch drauf aktiv. Auf dem PC. Ja. Ja, gut. Nicole, ohne Unfall durchgekommen? Man könnte ja auch das. Ja. Die Webseite mit dem Tablet aufrufen. Ich habe schon gedacht, du nimmst den ersten Poll mit. Ja. Könnte man ja vielleicht nochmal ins Backend schreiben. Warum das da geht und dann nicht. Richtig, weil da ist es ja. Da markierst du dich ja auch und dann bleibst du ja zentriert drin. Genau. Aber wenn du Fähre nimmst, bupp, weg. Okay. Musst du erstmal wieder suchen, antippen. Und wenn da mehrere auf einem Haufen stehen, ist das natürlich ein bisschen eng. Das ist schwierig, denn dich anzuklicken, ja, das ist richtig. Ich liege! Herzlichen Glückwunsch! Warte, du machst mich auf die Kauf! Manu! Erst lass ihn nicht sprechen. Silvio, du solltest deine Frau nicht umschmeißen. Ich bin dazwischen. Also scharf sind die Kurven noch gar nicht hier. Am Ende dieser Straße biegen wir rechts ab. Soll ich Speicherpunkt laden? Ja. 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 Ist jetzt gleich die letzte Straße bis zum Ziel. Oh, Jan, hier hätte ich aber zu kämpfen gehabt mit meinen 62 Tonnen, du. Ja. Also hier hätte ich richtig verschissen. So circa 140 Kilometer, die du noch hast, Nicole. So, und Spitze geht vorne erstmal auf 50. 5-0 vorne an der Spitze. Da habe ich jetzt hinter mir L&L. Oh, Nicole, schön siehst du aus deinem Gebüsch. Da so im hohen Gras. Da hat man nur den Lichtschein über die Straße gesehen. Er hat gar nicht aufgefallen mit der Farbe. Holger, also da, wenn du da so schnell in die Kurve reingehst, dann schmeißt du dich. Ja, das war die liebe gute Nicole. Die meinte, sie hat da ein Reh gesehen, das wollte sie fangen und ist dann umgefallen. Ha! Ha! Ja, witzig. Also ich fand den gut. Das nehme ich als Clip. Also, Jan ist auch geil hier mit den Hüten, ne? Mit dem, mit dem Warnspiegel, ne? An, aus, an, aus, an, aus. Ja. Yeah. Aber ich sehe den zweiten Spiegel ja eigentlich gar nicht. Na gut, ich schon. Ich habe ja so einen breiten Monitor, dass ich das auch noch ganz... Ja, ich habe ja einen normalen 16:9, deswegen. Ja, ich habe einen 21:9, ne? Deswegen habe ich ein bisschen mehr Platz nach rechts und links. Natürlich. Ist aber bei Videostreaming. Weil dann hast du oben und unten immer die Balken, ne? Weil wenn du das hochskalierst oder umskalierst, dann sieht das total bescheuert aus. Ja. So zusammengequetscht denn, ne? Wenn man
mittlerweile gibt es ja diese richtig breiten Dinger, die sind natürlich gut. Ja. Ich habe ja den Samsung G7 auch, ne? Und ich war ja erst am Überlegen, ob ich mir den G9 hole. Ich mir wieder so gedacht, ne, dann hast du wieder so ein beschissenes Bildformat, ne? Und dann habe ich mir so gedacht, naja, kannst du dir ja irgendwann, weil der hat zu der Zeit, wo ich ihn gekauft habe, ich glaube, irgendwas bei 570 Euro gekostet. Und habe ich mir so gedacht, dann kannst du dir irgendwann, wenn sie günstiger wären, kannst du dir dann auch nochmal zwei hinterher kaufen, denn dann hast du noch einen größeren Monitor. Wen habe ich hinter mir? Thorsten, bist du das? Ja, ja, Thorsten ist ja war hinter mir. Zusammenschalte, ne? War. Du wolltest ja dein Reh fangen. Ja, die 21:9, die passen halt nicht mehr so gut zu dem hier, ne? Ne. Ja, Kröder ja, steht gerade bei mir bei Twitch Regularspreute, die Koll haben. Ja, ja. Naja. Nicole, das ist mal so, die sind alle nur neidisch. Genau. Die wollten alle. Die wollten alle mal schlafen, aber die konnten alle. Ich hab nicht. Auch was Grünes vor mir, das fange ich auch gleich. Ist Silvio eigentlich noch da? Naja. Achso, weil du so ruhig warst die ganze Zeit. Der haut von mir ab. Der ist gerade schwer konzentriert. Ja. Achtung, wir stehen. Ich habe ja nur drei Leute vor mir, lange. Eigentlich dürfte. Das ist der Vorteil, wenn man vorne fährt. Ich bin froh, dass ich hier keine Fracht mehr dran habe, du. Ja, ist göttlich. Hinterher jetzt doch. Ist göttlich, oder? Mit der Maschine hier auf jeden Fall. Och, wer reist hier an? Die Spitze ist noch aktuell 60 Kilometer an der Spitze. Achtung! Bisschen noch hinterhergehangen, aber. Du, der immerhin hat genügend Drehmoment. Das ist das. Ja, das stimmt, der. Bringt ordentlich Newton aus auf der Straße, das macht er, das stimmt. Obwohl er nicht so viel. Ja, stell dir mal vor, der hätte tatsächlich 750 PS bei der Kraftstärke. Ich glaube, mein Schwert ist. Da war ordentlich was weggehoben. Rainer? Ja, bitte? Alle am Ziel angekommen sind, alle soweit stehen, kannst du uns dann gemeinschaftlich runterziehen, ja, ne? Ja, mach ich. Wartest du dann gleich so 15 Sekunden, dass ich einmal kurz meine Leute. Ja, kannst du auch direkt gehen. Ja, immer mit Ruhe. Immer. So, ich werde jetzt mal ganz kurz die Geschwindigkeit unter 20 reduzieren, weil es gibt gleich so ein kleines, war das schon hier? Warte mal, Moment. Du hast die Route gemacht. Ja, nee, ich muss gucken, wo das Highlight war, was ich noch habe. Nee, okay, noch nicht. Wir bleiben erstmal weiter noch 40. Nee, das kommt gleich erst, was ich noch meine. Ja. Achtung, rechts. Ich hab da ja noch was. Sollen wir warten, bis das Licht angeht draußen? Nö. Kannst du auch mit der Kamera arbeiten? Wen's interessiert? Achso, stimmt auch. Genau, wieder. Kannst in der Kamera auch den Tag beeinflussen. Der Vorteil beim Fotomodus. Aber wir warten, bis die Nicole wieder da ist. Das Spiel lädt immer noch. Immer noch? Ja, das ist krass. Ja, das dauert manchmal ewig heute. Aber war schön, dass du hinter mir gefahren bist, Nicole. Ha, ha, ha. Endlich mal eine Frau hinter mir. Aha. Die hinter dir steht, ja? Ja. So, die Spitze wird jetzt die Geschwindigkeit unter 20 reduzieren. Ihr habt rechts, wer das noch nicht kennt, gibt es ein kleines Highlight. Wir können dann mal ganz kurz stehen bleiben, euch davon Screenshot machen, Foto machen, whatever auch immer. Und dann dementsprechend wieder bitte zügig aufschließen. So, Konvoi geht erstmal Spitze vorne auf 25. Aber ein Highlight ist auf der rechten Seite, wenn ihr in dieser kleinen Ortschaft reinkommt. Robin, wir sind nicht in England. Ja, du, mit den langen Dingern muss man ein bisschen ausholen.
Gut. Ist? Bin ich dir zu hart reingegangen? Nee, passt. So, wir sind ja auch gleich am Ziel angekommen. Ihr kennt das ja, Trailer, Fracht abgeben, Trailer zurückschicken. Und bevor ihr, wenn ihr gleich bei der Firma bei Oma am Hotel rauffährt, ist auf der linken Seite eine Schranke, da müsst ihr links an vorbei, um auf den Parkplatz zu kommen. Da treffen wir uns dann für, ja, so eine kleine Fotosession. Wo ist jetzt hier das Highlight oder sind wir da schon dran vorbei? Du fährst gerade dran vorbei. Was war denn da? Auf der rechten Seite. Na, halt aber kurz an, guck mal raus. Warte, kurz, Freund. Ich stehe direkt daneben jetzt. Jan? Ja. Warte mal, ich sehe das gar nicht. Muss ich dann jetzt da hier geradeaus weiterfahren oder muss ich da rechts zur H09 abbiegen? Bin ich zu doof oder was ist das? Keine Ahnung. Rechts abbiegen H09. Was ist denn da, Jan? Ja, Haus, guck dir mal das Haus an. Ach so, ja, jetzt habe ich es gesehen, alles klar. Ja, ich konnte das eben nicht, weil es ein bisschen dunkel war da. Alles klar. Gut. Haben wir das auch gesehen? Manu, wie lange lädt denn die Kacke? Und was ist da? Ich hab's auch nie gesehen. Das Haus steht verkehrt rum. Ja, auf dem Dach. Liegt direkt auf der Dachspitze. Genau. Ach so. Upside down. Ja. Ach so, das eine halbe Haus, das ist komisch, ey. Ja, was auf dem Dach steht. Oh, hier schön mit der Lok hoch. Oh, das ist aber schön gemacht hier mit den Lichteffekten hier von den Häusern, ne? Ja. Das sieht ja mega aus, ey. Aber die haben alle sehr kaltes Licht hier in ihren Wohnungen. Thorsten, wo willst du hin? Ja, war zu spät. Ja, du kommst auch immer zu spät. Würde Nicole wahrscheinlich auch sagen, oder? Ich habe 20 Stunden, glaube ich, Probleme gehabt. Bitte? Mit deinen 22 Tonnen hast du hier, glaube ich, Probleme gehabt. Ja, das generell schon die Berge hier. Auch mit deinem Triple. Na gut, euer rumgekommen. Wärst du mit deinem Triple? Also, ich habe einen Triple immer noch hinten dran, ne? Ja. Ich habe nur die Fahrt ein bisschen langsamer. Ja, warum? Triple habe ich wieder mitgenommen. Hast du alles geladen? Manu, wie lange lädt denn das wirklich hier? Aber ich habe Angst vor Zäune. Ach. Weil du dann so links fährst. Muss ein bisschen rechts halten. Oh, muss ich auch noch anhalten. Dabei ist er am Ziel und hängt immer dabei beim Laden. Ich sag ja, warum gib ich nur Gas? Oh ja, die Auffahrt, die wird interessant. Hightex. Oh, der hast du gerade gesehen, der Justus so, der hat einen Satz nach hinten gerade gemacht. Mhm. Ah, schon da, wieder. Ist die Collision? Ja. Gut. Oh ja, hier, ja gut, das wäre hier tatsächlich mit den 62 Tonnen interessant geworden. So, ich würde dann auch gleich mal sagen, Dankeschön für den Konvoi und dass ihr zugeschaut habt. Und stellen wir uns nochmal eben auf für ein Foto. Nein! Wo? Sagt mir doch, dass hier eine Lampe ist. Was eine Lampe? Eieiei. Chris, du kannst abhängen. Wo geht's denn hier zum Parkplatz? Du musst hier dann nach vorne fahren, dann ist auf der rechten Seite eine Schranke und an der zweiten Schranke musst du links an vorbei. Ich überleg gerade, wo ich meinen hinstelle. Den kann ich ja eigentlich hinten hinstellen.
Der rutscht immer nach hinten hier, der Justus, Alter, das ist ja echt krass, ey. Ja, ich hab Schranke, mal ein bisschen mehr Abstand hier. Das ist ja. ein bisschen zu heavy. Die Schranke geht nicht auf. Nee, geht's auch nicht. Du musst links an vorbeifahren. Dann vorbeifahren. Rainer, welches Getriebe hast du drin? Das ganz große, das 16er, glaube ich. Ja. Wenn du schwerlast fährst, machst du Sinn. Ja, ja. Sonst nehme ich immer das 12er, wenn ich nur normal den fahre. Gerade beim Fiat habe ich dann auch das 16er. Wo muss ich? Also ich muss hier rauffahren, ja? Ja. Genau, und dann. Achso, ja, warte mal, ich schmeiße hier aber erstmal den Trailer weg hier. Oder soll ich mal versuchen, da mit drauf zu kommen? Wirst du nicht schaffen, das kannst du vergessen. Weil allein schon mal beim Rauffahren die Räder durchdrehen. Hast du gesagt, dass hier Collision ist, gell? Ja, hier oben ist Collision. Aufpassen auf dem Parkplatz, wo wir uns treffen, ist Collision Zone. Ah, tatsächlich, ja, da recht, oder? Hängt da fest hier unten denn? Nicht, dass jemand da auf die Idee kommt. Weißt du mal eben weg, den Trailer? Ja, nee, 7. Edge. Ja, so. Damit 7, Enter und 4. Schau mit vor, Robin. Tschüss.